Genießen Sie den Abend und begrüßen Sie die Frau, die bei der Wahl zur Zuckerrübenkönigin nie in den Recall kam. Ah, und ihren Schuhe höher sind als ihr IQ. Hier ist Monika Gruber. Daheim ist daheim, mehr sage ich nicht. Es ist großartig, muss ich sagen, dass ihr alle da seid und natürlich auch großartig, dass ihr so nah bei mir da seid. Ich liebe das ja. Körperkontakt, also ich bin ja Single, alleinstehend, da nimmt man alles mit, was man kriegen kann. Ich sage, wenn nicht regelmäßig am Flughafen abgetastet würde, hätte ich überhaupt kein Sexualleben. Es ist wirklich großartig. Nur ich muss eins dazu sagen, weil sie so nah dort sitzen, ich muss es vorher sagen, nicht, dass sie sich hinterher beschweren. Es betrifft im Prinzip auch nur die ersten drei Reihen. Es ist ein bisschen unangenehm, dass ich das sagen muss. Das habe ich im Alter zum da. Ich spuck so wahnsinnig. Wirklich. Ich kann nichts dafür, mir hauen sie es raus wie bei einem Lama. Ich kann das nicht kontrollieren. Das ist das Alter. Ich glaube, das Kiefer geht zurück. Ich habe gesagt, ein paar Jahre kann ich nicht mehr auftreten, weil ich keinen Hals mehr habe. Und das Schlimme ist, seit ich halt über 40 bin, spucke ich nicht bloß die anderen an, sondern nur ich denke sogar mich selber. Mir läuft auf da drängst du mich beim Arschnitt. Das ist so peinlich. Das ist wie bei diesem Witz. Ich weiß nicht, kennen Sie diesen Witz? Und zwei ältere Herren sich treffen und sagt dann jetzt Mann, jetzt machen wir das, was wir früher halbwegs gemacht haben. Jetzt schauen wir, wer am weitesten bisselt. Und sagt dann, ja, das ist eine gute Idee, das machen wir. Fängt der Erste an und sagt, scheiße, jetzt habe ich mir Pfirsich so ein bisschen. Sagt der andere, hast du schon gewonnen. So ähnlich ist es ein bisschen bei mir. Genau. Pass auf. Aber, gern Sie, sind Sie nicht irritiert, wenn ich ab und zu ein bisschen was mitschreibe? Okay, es ist folgendermaßen, ja, das Programm spiele zwar schon ein bisschen länger und so, aber ich tue es immer wieder umändern. Und ich weiß schon, Sie denken sich, dass man so Sachen wahrscheinlich, die man sich ausdenkt, dass man die ausprobiert vor Freunden und Familie und so. Das habe ich schon mal probiert. Ich habe zu meiner Familie gesagt, wenn ich was Neues ausgedacht habe, ich gesagt, darf ich das vorführen? Und der Papa gesagt, ja, das zeigst die Leute, die sind interessiert. Und seitdem mache ich das immer vor Publikum zum ersten Mal. Und es ist ja so, man denkt so Sachen aus, bei sich daheim, also im Büro, meint es im Keller, deshalb sage ich mir mein Scherzbergwerk. Und ich denke mir, das ist auch so, wo man dann oft meint, das ist wahnsinnig lustig, und so, dann macht man das vor Publikum, lacht keine Sau. Und dann schreiben wir so Sachen auf wie Mörder-Gag, aber im Grunde lauter Deppen. Und das schreibe ich dann so auf. Nein, das werden Sie eh sehen, ich schreibe mir ab und zu ein bisschen was mit. Aber trotzdem, ich muss Ihnen ein Kompliment machen, dass Sie sich für den heutigen Abend eine Karte gekauft haben, muss ich wirklich sagen. Doch, das bleibt natürlich ein kleines Restrisiko. Habe ich dann schon gesagt? Na ja, Sie haben sich Karten gekauft, weil Sie wahrscheinlich gedacht haben, ist Gruber, horisch, lustig, deftig, weißt, ja, lustig vor allen Dingen. Sie wissen aber gar nicht, ob ich noch lustig bin. Wir haben uns länger nicht mehr gesehen. Ja, vielleicht bin ich gar nicht mehr lustig. Sie sind da einfach leichtsinnigerweise hergekommen, haben Sie eine Karten gekauft. Was kostet eine Karten? 30 Euro. Hättest du einen 10er draufgekriegt, hättest du was Scheiß gekriegt, ganz ehrlich. Ja, oder 20er, dann hättest du zum Beispiel schon gekriegt, eine Konzertkarte für Helene Fischer. Gell? Ja, kein Helene Fischer-Fans dabei heute. Ha? Kein, wirklich? Ich bin großer Helene Fischer, wenn ich gebe es zu, ja, bin großer Fan von ihr. Die alte Spinste, wie die ausschaut. Auf einer Skala von 1 bis 10, der 12er Granaten, das ist der Wahnsinn. Wirklich wahr, ich hab die in echt gesehen, die sind echt noch hübscher. Bei einer Show habe ich die mal gesehen, gut, sie ist bloß Handbrot her, bei der Saustädel. Aber sie ist wirklich, nein, die ist reingekommen. Die bewegt sich schon ganz anders wie unser Mann. Da sind ganz andere Sachen eingebaut, wirklich, ist eine ganz andere Ware. Und die war auch noch nett, muss ich dazu sagen. Wirklich, jetzt schaut die so aus. Ist so talentiert und kann so gut singen und war auch noch nett. Da denkst du, die ist normale Frau schon blöd, ist so. Na, weißt du, ja, muss den einer alles sagen, Herr Schatzer. Ja, aber nicht, nein, nicht, dass ich irgendwas falsch verstehe, ich bin wirklich großer Fan von ihr, wirklich großer. Ich hab, nein, nicht, die ganze Sendung war ja da, große Helene Fischer Show haben sie im Fernsehen gesagt, die ganze Sendung habe ich angeschaut, ganze Sendung, ohne Ton. Natürlich, weil ich schwätze nicht aus. Gott, das mit dem Bacherl über das Brückerl, Herzerl, ins Dosal, da traust du durch bei dem Scheißdreck. Und es ist ja auch ohne Ton viel schöner, was? Schau, die Schlagerstars. Das müssen wir einfach. Die Schlagerstars, die den alle Hühner füttern. Müssen wir einfach. Mach mal. Ich schiebe da ab, weil ich denke, wenn ich es irgendwann total gut drauf habe, kriege ich vielleicht irgendwann auch so einen schönen Mo beim Florian Silbereisen.
Also Spaß. Ich bin Single und verzweifelt, aber nicht so verzweifelt. Nein, ich bin großer Fan von dir, das wollte ich bloß sagen. Aber ich muss wirklich sagen, nein, es bleibt ein Restrisiko. Wirklich. Ich habe Pause gemacht, ein bisschen. Jetzt dieses Jahr 3 Monate. Wollte mich selbst finden. Lang gesucht, wenig gefunden. Aber den spürst du da? 3 Monate. Das klingt jetzt nicht so lang. Mir ist es auch nicht so lang vorgekommen. Es liegt daran, dass je älter man wird, umso schneller vergeht die Zeit. Das ist so. Freundin von mir, die ist über 50, die hat gesagt, Monika, warte, bis du über 50 bist. Ab 50 ist alle 6 Monate Weihnachten. Und ich sag, ja, das ist klar, das war Spaß. Auf alle, in 3 Monate hätte ich zum Beispiel 6 Monate irgendwo in einem indischen Ashram verbringen können. Und da die Herr auf der Bühne steht, war natürlich Veganerin. Der hat ständig über meine innere Erleuchtung faseln und privat wahrscheinlich. Und der Wasser-Yoga-Kurse für Hunde geben. Das habe ich nicht gelesen, das gibt's für mich wirklich. Und der Wasser-Yoga-Kurse für Hunde. Ich gehe mir von der Bauernhof, da kennt man das auch. Und der Wasser-Gymnastik für Hunde, aber es geht ja bloß einmal. Gell? Schick her, das muss ich mir gleich aufschneiden. Das ist ja Wahnsinn. Sorry. Ungewöhnlich, ne? Schreibe mal gleich auf, keine Tierschützer im Zirkus Krone, das ist ungewöhnlich, gell? Naja, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, diese Pause, die Pause hat mir nicht geschaut. Also, mental, optisch natürlich, brutal. Ich stehe jeden Tag in der Früh auf, gehe vom Schlafzimmer ins Bett, gehe mir Spiegel vor und sage mir, hallo, grüß Gott, bist du wieder, ach, das bin ich. Weil wieder irgendwas im Gesicht hängt oder lappt, was am Vortag noch ganz woanders war in der letzten. Ja, weil der Mensch ja immer meint, wir meinen ja irrtümlicherweise immer, wir altern so sukzessive vor uns hin. Stimmt nicht. Amerikanische Wissenschaftler haben erwiesen, der Mensch altert schubweise. Ja, du gehst als Julia Roberts ins Bett, stellst das Any Single wieder auf. Ja, und ich weiß nicht, was da so komisch sein soll. Jetzt passt auf, nur dass Sie wissen, von was ich rede. Ich habe mir zum Beispiel meinen Lidstrich. Was, ich hab's das gesehen? Ich seh's vielleicht da. Im Monitor, das ist der schwarze Schritt. Und bis vor kurzem haben wir den einfach so hingemalt. Seit neuestem muss ich den obersten Lidlappen aufhalten. Dann mache ich ihn hin, dann lasse ich ihn runterfallen. Aber bei 2 Lidstriche, weil der andere pappt da oben. Auch generell, also an einem Abend wie heute, wo man ein bisschen stärker geschminkt ist, der Torso aufgerutscht und ein bisschen mehr Spachtelmasse in der letzten. Also früher habe ich einfach ausgeschaut wie Monika Gruber geschminkt. Seit ich über 40 bin, denke ich mir dauernd, ich erinnere mich an wen. Aber an wen? Heute in der Garderobe habe ich gedreht und gewendet. Und plötzlich habe ich gewusst, ich schaue aus wie ein ganz alter Transvestit, der sich als Sylvie van der Vaart verkleidet hat. Schauen Sie das so. Ich könnte für Österreich im Grand Prix auftreten. Ja, Monika Conchita total wurscht. Jetzt wenn Sie sagen, ich hab keinen Bart, dann hätten Sie mir heute in der Fresse gesehen. So. Altwerden ist nichts für Feiglinge. Ehrlich. Ich war neulich in der Parfümerie meines Vertrauens. Da wollte ich mir Nachtcreme kaufen. Also die Nachtcreme, weißt du, das ist also Night Repair, so eine Complexion Protection Cream. Und dann hat die Verkäuferin, sehr nette Dame, gell, Preisin, aber nett. Und nein, ich hab nichts gegen Preisin, gell. Ich mag's bloß nicht. Auf alle Fälle, eine nette Verkäuferin, eine Parfümerie, da waren wir stehen geblieben. Genau, Parfümerie, die hat dann zu mir gesagt, in welcher Phase befinden Sie sich denn gerade? Und ich habe gesagt, wie meinst du das, emotional, finanziell? Nein, Ihre Haut, in welcher Phase befinden Sie sich denn gerade? Befinden Sie sich gerade in der Aufbauphase oder mehr in der Regeneration? Dann habe ich gesagt, das ist die Verwesung. Es ist von Gott schon so gedacht. Ich glaube, dass Gott ein Mann mit sehr viel Humor ist. Das ist schon so von oben gedacht, dass wir Frauen da mehr Zeit investieren müssen in Schmirage. Das ist so. Ich glaube, Gott ist ein Mann mit Humor. Ich stelle mir das immer so vor, wie Gott den ersten Menschen erschaffen hat. Gott hat den ersten Menschen erschaffen. Adam, genau, war er fertig. Und ich habe gesagt, Wahnsinn. Ich glaube, dass Gott Boris redet. Dann ich gesagt, Wahnsinn, wirklich. Nein, kann man nicht besser machen. Muss ich mich selber loben. Wirklich perfekt, Kunst rausgehen. Dann hat er Eva erschaffen. Und dann so geschaut. Moment, musst du jetzt schminken. Ich glaube wirklich, dass Gott. Aber es sind ja nicht die Äußerlichkeiten. Also, man merkt an gewissen Verhaltensweisen, dass man älter wird. Ich habe zum Beispiel angefangen, seit kurzem habe ich angefangen, dass ich Sachen in meinen Kaffee eintauche. Ich habe noch nie was in meinen Kaffee eintauche. Warum? Ich habe alle 10 und rechts kann ich beißen. Also links oder neben, da kriege ich jetzt eine Frage. Wurscht, auf alle Fälle, rechts kann ich beißen. Da habe ich angefangen, Knäckebrot, Kuchen, Marmelade, dann habe ich Wurstbrot und Kaffee nicht.
Und dann bleibt er dann in der Tasse immer so ein Bresl-Bart zurück, so ein Bresl-Letten, und die müssen dann beim Suppenlöffel wie der Oma früher so ausschläfen, ausschläfen. Und das ist auch, das habe ich seit kurzem gemerkt, dass wenn man älter wird zum Beispiel, kann man nicht mehr kontrollieren, wie einem so ein Pupserl entweicht. Ja, genau, ja. Das kann man, hat man nicht mehr so im Griff. Allein in der Obstabteilung und so, das ist wirklich so, ich mache dann immer so. Und das ist ein bisschen sogar schön. Wenn er stinkt, dann treiben wir immer ganz entrüstet rum und sagen, nein, es sind wirklich die Leute, aber überhaupt keine Anstand heute. Das ist wirklich. Apropos, hab ich das einmal erzählt, dass ihr neben einem Seniorenheim wohnt? Ich bin ja Single, alleinstehend, da muss man jetzt in die Zukunft vorausdenken. Ich habe gesagt, nein, geht doch jetzt zwar nicht, aber die Kinder haben einen Wagen und sitzen nur mal schön. Ich habe dann quasi so betreutes Wohnen für freilaufende Senioren. Und da spielt man dienstags und donnerstags Alleinunterhalter. Und der spielt, ja, spielt wahnsinnig schlecht, weil er meistens besoffen ist. Gell? Er spielt sich. Und der kann nur drei Lieder. Und die sind ja immer im Turnus. Immer die drei Lieder. Kufsteinlied, Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling. Und Itzi Bitsi Tini Wini Honololo Strandbikini. Sie, früher hat mich das wahnsinnig gemacht. Dienstags und donnerstags, ich sitze in meinem Scherzbergwerk und sie mir da lustige Sachen ausdenken und der andere dudelt da drüben immer laut. Wissen Sie, woran ich merke, dass ich älter werde? Heute singe ich mit. Heute singe ich mit. Das ist der Itzi Bitsi Tini Wini Honololo. Ich schaue in leere Gesichter, sie sind zu jung, gell? Das wissen Sie, kennen Sie nicht mehr, gell? Na, aber das ist zum Beispiel, ich habe neulich mit meiner Freundin Gabi drüber geredet, gell? Das ist so, ja, wenn wir jetzt aufs Älterwerden kommen und diese Gelassenheit, die man entwickelt, das ist echt der große Vorteil. Die Gabi war immer so ein Mensch, die hat immer mit ihrem Gewicht gehadert. Ich finde nicht, dass sie jemals Probleme gehabt hat mit dem Gewicht, aber die hat mich genervt. In der Früh hat sie schon SMS geschickt, habe mich heute früh gewogen, bin zu klein. Und jetzt ist sie wie ich, Mitte, Ende 40. Wissen gar nicht, ich wüsste auf alle Fälle zu meinem Alter. Und dann hat sie, ich glaube, ich habe das kapiert. Jetzt hat sie mir vor zwei Tagen ein SMS geschickt. Jetzt hat sie, du hast geschrieben, ich mache jetzt zwei Diäten, weil vorne wäre ich nicht saufen. Dann habe ich gesagt, ja, das ist es. Diese Gelassenheit im Alter, das ist der große Vorteil. Und das, damit wären wir eigentlich schon bei einem der Hauptthemen des heutigen Abends. Einer der ganz, ganz großen Fragen unserer Zeit. Man merkt immer, dass es eine ganz, ganz große Frage unserer Zeit ist. Wenn diese Frage in 2-Wochen-Rhythmus irgendwo auf dem Titelblattl vom Stern oder vom Fokus auftaucht, so, was ist gesund, was ist schön, was ist los, was sind Hämorrhoiden, was ist Glück? Das ist auch sowas. Ich bin jetzt eigentlich gar nicht gefragt, weil ich keine Zeit habe für so einen Schmarrn, aber ich muss auch nicht immer glücklich sein. Ich sag, mir langt das schon, wie mir langweilig ist. Ja, Glücklichkeit, das ist also anstrengend. Weißt, du musst immer lachen und strahlen, musst gut drauf sein, musst aktiv sein. Zum Glücklich sein muss man aktiv sein, ist ganz wichtig. In der Natur aktiv sein, musst du da früher schon bergauf führen und bin der Ski zu runterfahren, nachmittag einen Halbmarathon laufen, sehen, durchschwimmen, abends Sonnenuntergänge bewundern, gell, dass mir doch lieber daheim fahren, dass ich in der Natur glücklich bin. Ja, jetzt werden Sie sagen, das ist spießig. Jetzt sag ich dir was, ich bin spießig. Spießig ist nichts Negatives. Spießig ist, wenn man sich mindestens einmal am Tag duscht, wenn man es daheim sauber und gemütlich haben möchte und wenn man sich am ersten Urlaubstag am weißen Sandstrand von Mauritius denkt, leck mich am Arsch, bin ich froh, wenn ich wieder heim darf. Yeah. Jeden Tag dieselbe wieder. Ist das so, oder? Deprimiert jeden Tag dieselbe wieder. Gibt's denn was Deprimiertes, wenn man jeden Tag zuschaut? Jeden Tag dieselbe Essen, jeden Tag dieselben Gefrieser am Buffet und jeden Tag dieses Scheißmeer, das die ganze Nacht rauscht. Ich kann nicht schlafen, weil ich andauernd so bisseln muss. Ich mag das mehr nicht. Und es beruht auf Gegenseitigkeit. Jetzt werden Sie sagen, mei, ist die negativ und grießcremig. Das magst du die Natur nicht und Sport nicht und das Meer nicht. Aber schauen Sie, mir geht's gut. Weil was braucht man zum Glücklichsein? Was braucht man? Gesundheit, klar. Ohne Gesundheit geht's nicht. Schon klar, aber ich sag, ein bisschen Gesundheit. Weil irgendwas ist immer. Und viel schlechtes Gedächtnis. Soll heißen, dass es natürlich schon passieren kann, dass einem im Leben der ein oder andere Schmarrn widerfährt. Wichtig ist aber, dass man sich nicht an jeden Kass erinnert. Also Glück ist im Wesentlichen ein bisschen Gesundheit und viel schlechtes Gedächtnis. Ich habe auch mal gelesen, fand ich auch nicht schlecht. Glück kommt oft durch eine Tür, von der man vergessen hatte, dass man sie offen gelassen hat. Okay, totaler Schwachsinn, das schreibe ich auf, das sind wir schon. Ja, das streiche ich raus, um Gottes Willen. Ich will sie ja da heute nicht philosophisch irgendwie unterwandern, ich will sie natürlich primär unterhalten. Ich kann auch sein, dass es an der einen oder anderen Stelle ins Humorvolle hineinlappt. Ich kann es ja nicht versprechen, weil ich das Stilmittelhumor nur noch sehr dosiert einsetze. Ja. Nein, weil es ja so ist, wenn die Leute meinen, du bist so lustig privat, dann kannst du dich überhaupt nirgends mehr blicken lassen. Das ist schlimm.
Ich war neulich in meinem Lieblingslokal, ich hab meinen Arsch nicht ganz bei der Tür drin gehabt, da bläht der erste schon ältere her, bläht er schon, diese Gröberin, Gröberin, du Lüderviech mit deiner Scherenschleife, Fotzen, Geweide, hock die her, verzeih ein Witz, ha, weißt kein Witz, ha, verzeih ein Witz, wenn ich fließen liege, war der nicht auch nicht gesagt, da liegen Quadratmeter, ha, da liegen Quadratmeter. Wie ich so lustig bin. Es ist ja alles in Ordnung, es war... Ein netter Mann war er da, mit seiner Gattin war er da, mit der Renate. Ja, du musst ein Witz sein. Da hab ich gesagt, ja, aber sie, haben Sie Ihre Hochzeitsschuhe noch? Sagt er, nein, warum sag ich mal, die Schachtel ist einer blind? Entschuldigung, aber das wissen die auch nicht mehr. Ja, ja, lachen Sie nur. Sie wissen natürlich nicht, dass die Geschichte an dieser Stelle nicht zu Ende ist, ne? Weil der will er dann auch einen Witz erzählen. Das kommt ja immer. Er will immer einen Witz erzählen. Immer solche Leute wollen immer noch einen Witz loswerden. Er hat gesagt, ich sag, jetzt pass auf, der war nicht schlecht drüber, jetzt erzählt er der Vater nur einen Witz. Kommst auf der Bühne von 10, sagst du jetzt von Schorschi, pass auf, super Witz. Älteres Ehepaar, dem wo schon länger nichts mehr läuft. So wie bei der Renate und bei mir, gell, Renate, ruhig, Renate. Auf alle Fälle älteres Ehepaar, dann fällt ihr rein, Mensch. Sie hat so ein blaues Nicklische im Schrank gehabt, das hat ihm aber so gut gefallen. Dann zückt sie sich das Nicklische und drapiert sie im Schlafzimmer am Bettel. Er kommt rein. Sie sagt, Schatz, erinnert dich das an was? Sagt der Mensch, die blaue Zone muss ich noch rausschirmen. Das... Ach, meinst du da... Publikum im Krone lacht bei jedem Scheiß. Das ist ja wirklich, nein, wirklich, ich hab Leute, zum Beispiel, die nicht wissen, dass ich im Humorgeschäft bin. Den habe ich lange gar nicht erzählt, was ich beruflich mache. Gell, weil ich nicht wollte, dass die denken, dass ich lustig bin. Ich habe zum Beispiel immer erzählt, ich bin Ärztin. Ärztin ist super, macht was her. Aber im Prinzip geht's auch nicht. Weil die Leute halt unverschämt sind. Wenn die Herren Ärztin packen sofort ihre eitrigen Wunden, ihre Nässe, den Exzeme aus und sagen, sie, Frau Doktor, ich hätte eine Verunkelung. Und sagst, na danke, ich muss noch fahren. Es ist ein Wahnsinn. Ich war neulich zum Beispiel, war ich auf einer Autopräsentation. Gell, weil mein Bruder, der arbeitet bei einer großen bayerischen Autofirma mit 3 Buchstaben. Musste so formulieren, weil BMW darf ich nicht sagen. Und da haben sie so ein Elektrowagen, haben sie da präsentiert. Und mein Bruder sagt, magst du mitgehen? Und dann habe ich gesagt, nein, so, ich werde das lustig. Ich sagte, nein, überhaupt nicht lauter preisen. Aber es gibt so schön alles zum Saufen, was du dir vorstellen kannst. Ich sage, voll mit. Und da habe ich schön, die BMW in die Dirndl geschmissen natürlich. Bin reingegangen, gell, da war ich gestrandet an seinem Stehtisch. Ich bei 3 totale Saupreisen. Ah, gerade ich. Ich überlege, jetzt musst du ein bisschen Stimmung machen. Gell. Ich sage, so, Puh, ich sag, jetzt legen wir uns ein paar Hebe über. Ja, und dann sage ich, wo der Spaß eine Kurve macht. Und dann kommen wir einmal vor, wo unser Gas bis 100 läuft. Die haben mich angeschaut. Da war eine Stimmung an dem Tisch, wie beim Ausflug in der Metzgerin, die sich auf einen Veganer-Kongress verehrt haben. Und der Erste, wirklich, der Erste hat dann zum Reno gefangen, Preis mit seinem Anzug, der so einen Anzug hat mit Krawatten und oben drüber, ich weiß nicht, ob man das jetzt hat, so einen Schal mit so einer Deppenschleife. Wisst ihr, was ich meine? Mit so einem karierten Frisselschal, mit so einer Schwuchtelschleife, mit so einer Yogi-Löw-Gedächtnisschleife. Ich weiß es nicht, auf alle Fälle. Hat er zum Reno gefangen, Preis. Er hat immer umgefragt, was er schon alles beruflich gemacht hat. Er hat gesagt, ja, er war schon Hedgefondsmanager hier und scheiße weiße Manager da und Bachelor ist er, Bachelor. Ich gesagt, Bachelor, sag ich. Ach, Sie sind das, aha. Sie sind dieser vermeintliche Millionär, der sich unter 12 Gelegenheitsnoten eine raussucht. Ich sage, es ist ja sagenhaft. Sag ich, schaue im Fernsehen viel fetter aus. Ich hab das ja nicht gewusst. Gell? Ich bin ja noch G9. Ich habe für alles ein Jahr länger gebraucht. Ich hab das ja nicht gewusst, dass Bachelor, dass das heute was ist, was man bildungsmäßig unbedingt haben muss. Also das ist mir ja quasi Depp. Gell? Übrigens, darf man nicht mehr sagen, das ist nicht mehr politisch korrekt. Man darf heute nicht mehr sagen, dass jemand ein Depp ist. Man darf halt nicht mehr sagen, dass jemand so brunzhaferlblöd ist wie 5 Meter Feldweg. Das darf man nicht mehr sagen. Man muss korrekt formulieren, man muss sagen, jemand gehört der bildungsfernen Schicht an. Das darf man sagen. Auf alle Fälle hat der Typ dann mich irgendwann gefragt. Da hat er gesagt, und? Da hat er gesagt, was machen Sie so beruflich? Ich hab gesagt, ich arbeite am Schlachthof. Bin aber nicht die Viecher zlegt, ich bin die mit dem Bolzenschuss abbrat. Man nennt mich auch die Lautlose, was mir schon heute weggemacht. Und immer so, was auch so schlimm ist, wenn Leute immer meinen, du bist lustig, dann wollen sie immer gleich anlangen. Das ist auch so was. Fremde Leute an irgendwie anlangen will. Ich sag, mich kraschst du vor mir selber jetzt, wenn die fremde Leute da haben, anlangen. Ist mir alles so gegangen, im Café Grünau in Erding. Das werden sie jetzt nicht kennen. Okay, super Kaffee. Kennen Sie? Wirklich? Tatsächlich? Sag ich doch. Wenn wir heute, wir gehen immer samstags, meine Freundin und ich gehen wir zum Frühstück hier, wenn wir Zeit haben, irgendwie so. Was heißt Frühstück? Butterbrezen und 3 Flaschen Prosecco, egal, auf alle Fälle, machen wir da jeden Samstag und dann, also wenn es geht, unseren Katernasenausflug. Und da
ja, lauter alte Schachteln. Und dann sitzen wir so rum und dann ist eine ältere Dame vorbeigegangen und die hat so ein Backel Kuchen, hat die dabei gehabt, wissen Sie, so zum Mitnehmen und war schon fast bei der Tür. Und dann aus dem Augenwinkel erblicken sie mich, dreht um, stürzt auf mich zu, ergreift meine Hand und sagt, na, das ist eine Gröberin, das ist so eine Freude, dass ich sie mir persönlich sehe. Rittergeweih, der Gröberin ist das. Das Lud hat nicht mehr loslassen, ich war wie ein Schraubstock hinten, man muss irgendwas sagen. Ich hab dann gesagt, ja, den Kuchen ist es den halt gar nicht. Da sagt sie, ich kann nicht, ist über die ganze Nacht gespielt, aber so eine Magen-Darm-Grippe. Die schüttelt meine Hand und hat eine Magen-Darm-Grippe. Ich hab mir dann gedacht, komm, und am Anfang von meiner Tournee eine Magen-Darm-Grippe lassen. Da bin ich in den Keller, in die Toilette mit mir hin, was ist noch eine Seife da? Da ist immer eine Seife da, Murphy's Law, noch eine Seife da. Aber ich weiß, du, ich weiß noch, die Hand desinfizieren. Aber ich drehe mir ein bisschen. Was soll ich denn machen? Hab ich es ein bisschen eintrocknen lassen, dass alle Bakterien abgetötet sind. Dann bin ich auf die Treppe, ist sie nur da gestanden. Die Bazillenschleuder auf zwei Füßen mit dem Backelkuchen. In der anderen Hand, so. Sag, ich wollte denen nur noch schönes Wochenende wünschen. Auf Wiedersehen, alles Gute, gell? Ach, ist noch ein bisschen nass. Nein, nicht. Alles nur, weil die Leute meinen, du bist so lustig. Ich bin privat nicht lustig. Ich bin privat ein eher schüchterner. Warum meinen Sie zum Beispiel, habe ich so wenig Oberweite? Als Gott die Sendung verteilt hat, da war ich so schüchtern. Ich habe zu alle anderen Frauen gesagt, da geht's ja schon mal vor. Ich warte weiter hinten, aber aus einem großen Nutella-Glasl rausgefressen, so ein Arschkapusen war dann aus. Auf alle Fälle, ja, ich weiß schon. Sie denken sich, ich bin eine taffe, goscherte Freche, vielleicht ein bisschen eine bösartige Rampensau. Ich sage, ich bin ein gutmütiger, schüchterner Volltrottel. Das ist alles eine Frage der subjektiven Wahrnehmung. Die ist ja wirklich sehr individuell. Sagen Sie mal, wir Menschen, wir glauben, wir sind die Herrscher der Welt. Geschaffen nach Gottes Ebenbild. Hochgebildet, hochemotional. Wir sind Genies. Meinen wir. Stellen Sie sich vor, Außerirdische schauen von oben auf die Welt runter. Was sind die? Die sehen zum Beispiel, dass jeden Tag Hunderttausende von total verschlafenen Leuten bei jedem Dreckswetter hinter ihrem Hund herwackeln und mit einem Plastikscheiferl und mit einem Tüterl das Gaxi von ihrem Köter zusammenkratzen. Also wer meinen, die Außerirdischen sind die Herrscher der Welt? Was glauben Sie? Die Außerirdischen müssen sich doch denken, ja, mei, die Herrscher der Welt. Ich glaube, dass die Außerirdischen Borisch werden. Die Herrscher der Welt, das sind so vier Haxer, die zörtliche Götter. Das sind totale Fucking, die wiegeln sich in Aas und fressen alles. Aber das ist wurscht, die haben so zweibeinige Diener, die wackeln den ganzen Tag hinter denen her, kehren die Scheiße von denen zusammen, dann tragen sie so und da fressen sie es wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Denkt man das oft so? Ja, wirklich. Bin vielleicht schon. Ich muss nicht alles kapieren, ich bin vielleicht auch schon ein bisschen zu alt, zu konservativ erzogen. Aber wenn ich nicht schlafen kann, dann denke ich mir so Sachen nach. Weil ich nicht schlafen kann, wollte ich mir auch eine Decke holen. Und mir sagt, die Decke kann ich gar nicht hernehmen. Das ist eine Tagesdecke. Nein, ich darf nicht immer, die explodiert nachts, wenn ich die hernehme. Und dann fällt mir das an. Da darf man in einem Schaltjahr überhaupt Automatik fahren. Schau mal dabei. Kann ein Glatzkopf auch eine Glückssträhne haben? Haben Legastheniker eine Freude an einer Buchstabensuppe? Ist Lattenrost eine Geschlechtskrankheit? Kann man Aftershave auch fürs Gesicht benutzen? Warum reden Kinder heutzutage nur in halben Sätzen? Meine Neffen fangen das auch schon. Aber Tante Moni, kann ich mal einen Keks? Kann ich mal einen Keks? Was? Hom ist ein scheißen Kaffee, was? Ja, Verben sind halt aus, was weiß ich, ganze Sätze hat man nicht mehr, ich weiß es nicht. Ja, warum laufen die Leute durch die Stadt mit ihren Selfie-Steckern da? Ja, hast du schon gesehen? Ein Selfie ist ja per se schon ein Krampf, wie man schiere Leute machen von sich und andere schiere Leute ein Foto. Und jetzt laufen sie mit den Stecker in der Luft umeinander, damit sie von noch mehr schiere Leute ein Foto machen können. Also wenn früher jemand so durch den Ort gerannt ist, dann hat es geheißen, Kinder halt sind abbereit, der hat seine Tabletten nicht genommen. Es ist ein Wahnsinn. Aber ja. Zum Beispiel, da habe ich mir auch darüber nachgedacht, neulich, und habe mir gedacht, warum stellen die Leute so blöde Fragen? Gut, ich schließe mich selber nicht aus, aber die allerblödesten Fragen stellen die Polizisten, das weiß man ja. Wir müssen alle aufgehalten, Samstagnachmittag um 2:30 Uhr, ich kurb das Fenster runter, er schaut rein, sagt, sie wissen schon, warum wir sie aufhalten. Und so, einsam? Ich weiß es ja auch nicht, muss ich selber wissen, wo der nervt. Das muss ich mir so sagen, ich will nicht. Nein, ich weiß nicht. Wann zum Beispiel, ist mir eingefallen, wann hat der Kevin Namenstag?
Weil wer war der heilige Kevin, der Schutzpatron der Skateboarder? Ich weiß es nicht. Wer zum Beispiel, es war nicht eingefahren, was mir so gegangen ist in Erding, wer darf als erstes fahren, wenn vier Leute gleichzeitig an eine Kreuzung hinfahren und keine Ampel da ist? Mein Fahrlehrer vor 10, 15 Jahren, der hat gesagt, ich würde eigentlich schauen, ob Sie mir zuhören, aber offensichtlich nicht mehr. Mein Fahrlehrer vor 25 Jahren, der hat gesagt, ja, Monika, da wird es immer jemand geben, der jemand anders freiwillig die Vorfahrt lässt. Ich sag, heute gibt's Leute, die hatten sich eher den rechten Arm abschneiden lassen, als jemand anders die Vorfahrt zu lassen, weil sie dann sagen, da bin ich der Depp. Ich will nicht der Depp. Alle anderen sind die Depp. Ich bin doch nicht der Depp. Das ist die größte Angst der Leute, dass wenn sie heute höflich sind, dass sie dann der Depp sind. Mir ist das neulich so gegangen. Ich bin mit dem Zug vom Ostbahnhof nach Erding runtergefahren. Da ist er noch gefahren, der Zug. Das ist sowieso ein Wahnsinn, was wir uns alles gefallen lassen. Wirklich. Ich überlege, ob ich jetzt T-Shirts drucken lasse, wo drauf steht, wer tötet Wieselski. Das ist wirklich, ja, wirklich. Das ist halt. Wollte ich mit dem Zug von München nach Erding runterfahren, stehe am Ostbahnhof, kam die Durchsage, die alle Leute zu fürchten. Verspätung wegen Personenschaden. Ich gebe zu, ich habe auch die ersten 3 Sekunden gedacht, sehr fix, Agratheit, kann sich der Trottel nicht von einem Hoch ausstürzen. Aber gut, er hat die klassische Variante mit dem Zug gewählt, er wird schon wissen warum. Neben mir eine Frau, so ein Business-Trutschen im Männeranzug mit so einem Laptop, da hat das ausgeflippt, die hat zu blären gefahren, gesagt, ja, dann komme ich ja zu spät. Da habe ich gesagt, 99 Punkte bei 100, das ist eine Waschmaschine geben dazu. Da sage ich, wir kommen auch zu spät. Aber sie wollte uns klar machen, dass sie heute nicht der Depp ist. Also wir anderen schon, sie nicht. Da hat sie den Schaffner geschnappt, der kann auch nichts dafür. Jetzt war ich bloß ein Zwitschgemantel. Dann hat sie den gekrallt und hat den Obleer gesagt, ich verlange eine Erklärung. Ich will, ich muss, ich brauche. Mit schon 4 von 4 Sätze mit ich okay, dann weißt du schon. Der Schaffner ist aber ganz ruhig, der hat gesagt, gnädige Frau, bin heute um 4.30 Uhr aufgestanden, habe den Tag auch mit besten Absichten begonnen. Jetzt ist es nach 12 und Sie können mich schon längst am Arsch lecken. Und dann ist er gegangen. Bravo. Das ist so eine Haltung, die viele Leute heute haben. Die haben diese Haltung, das steht mir zu. Das ist ja schon mal aufgefallen. Ich habe mir eine Fahrkarte gekauft, steht mir zu, dass der Zug pünktlich ist. Steht mir zu, dass mein Kind hochbegabt ist. Steht mir zu, dass der Nachbar ein kleineres Auto fährt als ich. Und es steht mir zu, dass das Essen überall, wo ich hinkomme, absolut erstklassig zu sein hat. Das habe ich auch so dick. Wenn Leute immer auswärts über das Essen schimpfen. Ja, anderswo haben die Leute nichts zum Essen. Und bei uns wird immer gemeckert. Meine Oma hat schon gesagt, Dirndl hat gesagt, denk dran, wenn Leute immer auswärts über das Essen schimpfen, die fressen daheim ein Kitt aus die Fenster. Und ich glaube, ganz ehrlich, sie dürfen, nur dass sie wissen, von was sie reden. Ich war, letztes Jahr war ich im Urlaub in der Türkei. Riesenhotel, so 2000 Bettenburg, da werden sie jetzt sagen, wie kann man sowas machen. War aber genau der Urlaub, den ich wollte, wissen Sie. Und man sagt, Sonne tanken, noch ein Frühstück geben mit so einem Stapel Bücher an den Pool. Und abends fällt mir Besucher von der Terrasse ins Zimmer. Ist das super. Es gab untertags alles, was das Herz begehrt. Es blieb wirklich kein Wunsch offen, kein Auge trocken. Es gab wirklich keinen Grund zur Beschwerde. Darf man meinen. Dann stehe ich beim Auschecken an der Rezeption, her, ich wie hinter mir einer zu seiner Gattin blöd, Preis. Natürlich. Das Essen war ja wohl nicht der Brüller. Das habe ich schon besser gesehen. Habe ich schon gespielt, wie es aufvergrabelt ist. Habe ich schon gespielt, das klopft dann da, oh, dann muss das raus. Habe mich umgedreht, habe mir umgeschaut, das war die Preise gewachsen mit seiner nachgemachten True Religion Jeans. Und habe zu ihm gesagt, wo hast du das Essen besser gesehen, hä? In deiner tersuchten 2-Zimmer-Wohnung in Hinterscheißleiten im Ruhrgebiet. Da hast du das Essen besser gesehen. Da bist du froh. Wegen dir. Da bist du froh, wenn dir der Alte dir einmal in der Woche Dosen Schappi warm macht, während du im Fallschirmseide-Trainingsanzug auf der Couch flachst und Schwiegertochter gesucht oder Frauentausch anschaust. Der richtige Satz hätte lauten müssen. Sowas wie da hast du überhaupt noch nie gesehen. Und woher ich das weiß, weil ich schon 14 Jahre meines Lebens gekellert habe und da habe ich Trottel wie dich schon bedient, da bist du nur mit der vollgeschissenen Windel, der Play muss ich nachlaufen, da Vollkoffer. Das wäre noch schick, wenn wir das verstanden hätten. Ganz ehrlich, das war einfach. Aber sonst, nein, ich immer denke, ich muss das sagen. Ja, weil sonst, nein, so eine Leute beschweren sich dann immer anonym im Internet und so auch so Untugend, dass man anonym über andere Leute im Internet einen Dreck ausschüttet. Oder vielleicht hätte er auch geklagt, was meine ich? Heute klagen ja die Leute auch wegen jedem Schmarrn. Das ist auch so eine Unsitte, die wir aus den USA völlig kritiklos übernommen haben. Wegen jedem Schmarrn gleich klagen. Das Kind hat da 2 Minus in Mathe. Antwort, Klage. Ich habe es gelesen. In China hat jetzt ein Mann seine Frau verklagt,
weil seine Kinder so kreislich sind. Wirklich wahr? Das ist aber nicht ausgelöst, wirklich wahr? Was sagt er? Das war folgendermaßen: Der Mann ist Model, gell? Also chinesisches Model. Ja, ich habe mich auch gewundert, gell, mir nicht. Wir schauen alle gleich aus mit ihren Pfannkuchengesichtern. Aber es war halt wahrscheinlich ein besonders schönes Pfannkuchengesicht. Auf alle Fälle habe ich gedacht, Mensch, ich schaue so super aus und meine Frau schaut fast noch superer aus. Ich konnte doch nicht der Vater von 30 Schwierigstraßen sein. Jetzt hat der Gentest ergeben, pass auf, er ist der Vater von den Kindern. Aber, und jetzt kommt's, seine Frau, bevor sie ihn geheiratet hat und bevor sie so super ausgeschaut hat, hat sie sich diverse Schönheitsoperationen im Gesicht machen lassen. Daher drei kreisliche Kinder. Jetzt hat er vor Gericht Recht gekriegt und seine Frau muss ihm Schadensersatz sein. Jetzt stellt sich nicht das vor, wie sollst du das als Mama deine Kinder erklären? Nein, Kinderlein, der Papi hat euch nicht verlassen, weil er euch nicht liebt, sondern weil ihr so kreislich seid. Und zwar so kreislich, dass es ein Gericht bestätigt hat. Stellen Sie sich vor, der Boris Becker kriegt nicht, dass das geht. Millionen. Kaum, ich weiß nicht. Ist dir natürlich schon mal aufgefallen, dass die Leute halt wegen jeder Kleinigkeit gleich so auf der Hälse sind, flippen wir gleich aus, wegen jedem Spann. Immer gleich aggressiv. Die kann man doch mal nett sein, freundlich sein. Das tut nicht weh, dem anderen tut's gut. Da mir auch so geärgert. In Berlin habe ich gelesen, Berlin-Mitte, da hat eine Nachbarschaftsinitiative geklagt gegen die Renovierung von einem Kinderspielplatz. Also der Kinderspielplatz war schon da, aber der war halt recht anreitig und abgebellt und die Kinder wollten da nicht mehr spielen. Also richtig abgefuckt. Berlin halt. Und dann haben die Leute haben schon einen Namen gestellt. Also das soll nicht renoviert werden, weil alles, sie wollen ihre Ruhe haben. Nur habe ich mir gedacht, ich meine, wenn ich meine Ruhe haben will, dann wohne ich halt auch nicht in Berlin-Mitte. Dann wohne ich irgendwo, wo nichts ist. Du sagst, okay, da möchte ich nicht drüber am Zahn hängen, aber es ist ruhig. Ja? Gämmering zum Beispiel, ja, oder Fürstenfeldbruck, da wohne ich halt da. Und dann haben sie gesagt, ja, sie sind gegen den Kinderspielplatz, weil, haben sie gesagt, da gibt es dann bestimmt einen Sandkasten und da spielen die Kinder dann Cowboy und Indianer. Und das wiederum würde die Kinder dazu animieren, kriegerische Auseinandersetzungen zu imitieren. Und du sagst, ach, das sind die Leute mit B-Abitur, die reißen Klappen auf. Wirklich, wissen Sie, was B-Abitur ist? 3 Jahre Grundschüler Tanzkurs. Ja, die reißen dann Klappen auf. Da denkst du dir, Herr, lass Hirn vom Himmel regnen. Glaubst du, das nutzt bei dir noch was? Was war das? Ich? Wer ist ich? Entschuldigung, wer wird wohl von oben mit dir sprechen? Kleiner Tipp, die NSA ist es nie. Ja, wer dann? Gott vielleicht, hä? Ja, selbstverständlich, küss die Hand in die Farbe, wenn es angenehm ist. Jetzt nur für mich zu mitschreiben. Gott ist ein Österreicher? Sie klingen ein bisschen wie ein Kollege von mir, mit dem ich mal gespielt habe, wie der Michael Niewarani. So ähnlich klingen sie. Bitte erzähl mir was ich noch nie gehört habe. Ja? Ja, aber warum ist Gott ein Österreicher? Ja, weil die durchwechseln da. Die wechseln durch, das wird bei der Europäischen Zentralbank. Ach, Moment, sie studieren sogar deine Frauenquote. Frage, käme Mutter Teresa, Lady Di oder Leni Riefenstahl? Was? Ja, der Berlusconi hat sie auch schon beworben. Geht da. Er sagt, er fühlt sich als Frau. Jetzt warten Sie da herum nur noch auf die Merkel. Okay, die Merkel ist doch Protestantin. Ja gut, mein Motto ist sowieso, nobody is perfect. Ja schon, aber sie hält ihre Versprechen nicht. Da passen Sie auf. Da haben Sie dann bald an der Himmelspforte am Mauthäusl stehen, gell? Gott, Mist, das wäre wurscht, ich komme da sowieso nicht hier, aber jetzt muss ich schon mal da sein, lieber Gott. Bin echt ein bisschen nervös. Dürfte ich Ihnen vielleicht eine Frage stellen? Ja, wenn es sein muss, bitte fragen. Nur weil wir da vorhin drüber geredet haben. Was ist Ihrer Meinung nach Glück? Da geht bitte jetzt hör auf mit dem Scheißdreck. Was ist denn? Immer dasselbe mit euch, wirklich den ganzen Tag. Was ist das Glück? Was ist das Sinn des Lebens? Wo finde ich mein wahres Ich? Ich kann das nicht mehr hören, wirklich. Die sind halt die Sachen, die uns Menschen interessieren. Ja, weil es zu viel Zeit hat. Was heißt, weil es zu viel Zeit hat? Schau mich an, ich bin 6 Tage Woche. 7 Tage sollte ich eigentlich ruhen. Eigentlich, aber nichts. Ne? Geht nicht, weil ich in einer WG leben muss. Es ist schrecklich, wie diese scheiß Patchwork-Family kann immer mehr. Maria, die Maria putzt den ganzen Tag, der Heilige Geist schaut Formel 1 oder Jesus. Nichts kann er da putzen, nichts kann er. Brot vom Meer und übers Wasser geht er. Man hat keine Ruhe. Ja, aber ich meine, wie Sie da drum schon nicht glücklich sind, ja wer denn dann? Naja, Moment, das habe ich ja nicht gesagt. Ach so. Aber zum Glücklichsein gehört auch, dass man ab und zu unglücklich ist. Verstehe ich nicht. Nein, du, ihr Menschen, ihr seid wirklich Montagsmodelle. Was heißt da Montagsmodelle? Was ist das, dass Sie da bei uns ein bisschen rumfuscht haben, oder was? Dass Sie sich da einen kleinen Spaß erlaubt haben?
Hä? Hallo? Typisch, Mann. Bei der kleinsten Kritik schleicht er sich. Da, aber was hat er gesagt vorhin? Zum Glücklichsein gehört auch, dass man sich ab und zu unglücklich fühlt. Klingt, als hätte er es in der Brigitte gelesen. Wittgenstein sagt ja zum Beispiel, der Mensch stellt die völlig falschen Fragen nach dem Sinn des Lebens. Er sagt, Sinn und Leben, das passt überhaupt nicht zusammen, Ende der Diskussion. Aber jetzt wissen wir immer noch nicht mehr. Was ist Glück? Ist es mehr so eine längere Phase im Leben oder sind es mehr so kleine Momente? Warum gibt es dafür noch keine App am iPhone? Eine Glücks-App. Warum nicht? Ich habe jeden Schmarrn eine App. Ich habe eine Wasserwagen-App am iPhone. Das funktioniert aber nicht. Auf der anderen Seite fuck jetzt um 3 mm. Da habe ich schon geschaut. Ich habe eine Mücken-App hab ich am iPhone. Eine Mücken-App. Das ist praktisch, wenn man am Weiher zum Bon geht. Die macht dann so Geräusche, vertreibt die Mücken. Die spielt dann atemlos durch die Nacht. Beginnt die Mücken-Selbstmord. Ja, aber so eine Glücks-App. Wissen Sie, dass man sein Glück erkennt? Das ist ja oft so mein Problem. Dass ich oft schon glücklich bin, aber das registriere ich erst hinterher. Das, ich finde, das Glück, das sind ja gar nicht so große Sachen. Glück, das sind oft so kleine Dinge. Glück ist, wenn es einen Krapfen erwischt, wo viel Marmelade drin ist. Glück ist, wenn du in ein Taxi einsteigst und das ranzelt jeder so, als ob ein Jahr lang ein Nicht-Sesshaft da drin gehaust hätte. Wenn dann der Fahrer noch der deutschen Sprache mächtig ist und die nicht anschaut, wie eine Kurve ins Donut und sagt, Hauptbahnhof, wo ist, du sage nicht fahren. Das sagen sie jetzt alle. Du sage nicht fahren. Ja, ich arsch du lecken, das geht's doch gar nicht. Ja, und zum Beispiel Kinder sind auch eine große Quelle des Glücks. Kinder sind auch oft die Pest am Arsch, das muss man ganz ehrlich sagen, aber schon eine große Quelle des Glücks. Ich war jetzt neulich mit meiner Nichte, die war heute schlecht wieder, war im Hallenbad mit der Leni, die 6. Die geht so gern zu Bonden, ich nicht. Da habe ich mir am Parkplatz schon gedacht, wenn ich alle sehe, wie es alle aus dem Auto aussteigen, denke ich mir, yes, also, nein, mit denen muss ich jetzt alle noch lockern. Naja, für Teufel, kriege ich an der Kasse schon den ersten Herpes. Und in der Sammelumkleide von den Damen, da ist mir was aufgefallen. Und zwar, dass ich offensichtlich einen ganz bestimmten Moment verpasst haben muss. Und zwar den Moment, wo irgendwann einmal alle Frauen zwischen 15 und 55 gesagt haben müssen, Mensch, was machen wir denn heute? Beim Einkaufen waren wir schon, Kaffee trinken waren wir schon, beim Sport waren wir schon. Weißt du was? Lassen wir uns tätowieren. Alle waren tätowiert, alle, außer ich. Ich war schon für den Neuankömmling im Frauenknast. Und da habe ich noch ein junges Mädel gesehen, die ist vor mir gestanden mit so einem Blutschwamm am Buckel. Und der ist da raufgegangen mit der rechten Schulter bis zur rechten Brust. Ich habe mir gedacht, nein, das arme Dirndl, die ist ja gezeichnet für ihr Leben. Na, Sigi, das ist eine Tätowierung gewesen. Es war ein Viech, ein riesiges Viech, ein Gecko, ein riesiger Gecko. Und da habe ich eine sehr kleine Elefant, die geht mir mit dem Viehzeichen nicht so aus. Die haben noch mal Beutel gehabt von ihren Ehemännern, von ihre Verlobten, aber auch von attraktiven Männern. Robbie Williams war früh dabei, Johnny Depp bei den älteren Hansi Hinterseher. Dann haben sie Daten gehabt, die Geburtsdaten von den Kindern, Hochzeitsdaten, wann das Oktoberfest losgeht, wann die nächste Impfung ist. Viecher, Spinnen, Schlangen, Ratzen, die komplette Parasitenabteilung. Manche waren farbig tätowiert von oben bis unten, der war schon für eine Brotzeitbrittel auf der Wiesn. Und natürlich chinesische Schriftzeichen, das ist so individuell. Es gibt 1,5 Milliarden Chinesen auf der Welt. Wie individuell kann das sein? Sagen wir ehrlich, ein Tätowierer bei uns, der ist ja in der Regel kein Chines, sondern wenn du Pech hast, ein Legastheniker. Du möchtest dir das Chinesische zeigen, wie Glücksschwein drauf tätowiert haben, er schreibt dir Drecksau hin. Das weißt du doch nicht. Ja, dann geht's ja noch so, wie meiner Freundin der Hilde. Ja, ich bin eigentlich getroffen mit meiner Freundin Hilde. Der bin ich früher viel weggegangen, die wilde Hilde hat die früher geheißen. Die hat so kurze Hose und kurzen Ausschnitt. Dann hat sie jetzt ins Knack eintacken lassen, auf Chinesisch, Kraft und Weisheit. Also sie glaubt, dass das Kraft und Weisheit heißt. Mir ist das gleich schon so komisch vorgekommen, wie sie mir erzählt hat, wo sie das hat machen lassen. Und zwar in einem reinen Eckelhäusl im Keller und die Tätowiererin, die hat währenddessen eine Flasche Prosecco gesucht und eine nach der anderen gestappt und immer auf ihren Buckel so draufgeascht. Und die Kellnerin, bei uns sind wir beim Stammchinesen, wo wir immer hingehen, die Kellnerin, die Antu, die hat auch schon da und so gelacht. Gut, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, die Antu lacht immer, ist schon bei der Direktin, der Frau Grover hat der Abend wieder da, hat auch eine Flasche Weißwein, Kühlgeschäft, lacht immer. So ganz liebe, das ist mit dem Deutschen verheiratet, mit dem Herrn Mittermeier, geht ihm als Antu, Mittermeier, so ganz liebe, wirklich war. Und der holt jeden Abend, holt er sich von Arbeit ab, der Herr Mittermeier steht immer da, gell, Gewehr bei Fuß, so ein beiger ist das, so ein beiger Mensch, gibt es so beige Menschen, kennen Sie das? Ja, wie ein beiges Hemd, beige Hosen, beige Dreckingsdal, beige Socken, sogar das Gesicht ist beige, bis auf die roten Backerl und die Schweinsäcker, wo es nicht weiß, gibt es von Fressen, das ist ein Gendefekt. Auf alle Fälle holt er sich jeden Abend von der Arbeit ab, das ist ganz lieb. Gell, ich glaube, ich bin jetzt so blätterherig, ich glaube, dass die wirklich glücklich sind, die zwei.
weil er hat ja bisher immer nur mit seiner Katze zusammengelebt. Ganz allein, ja, nicht so, dass er antut. Und das Geld, was sie verdient, darf sie heimschicken, um ihre Familie zu unterstützen. Und die Antu hat zum Beispiel gesagt, ah, am Anfang mit Herrn Müttermann war noch Mitleid, jetzt Großlieber. Ja, Herr Müttermann hat er immer nur gehabt, Katze, böse Katze, was hat er immer gekratzt, jetzt hat er nichts mehr, Katze. Ich habe nie gefragt, was aus der Katze geworden ist, keine Ahnung, das möchte ich gar nicht wissen. Auf alle Fälle bin ich hier geworden, aufs Klo gegangen. Ich bin irgendwann zur Toilette gegangen und hab dann zu Antu gesagt, sag ich, Antu, was ist denn los, warum lachst du heute so? Bitte lass mich auch mal an, sagt sie. Es wird ein Tattoo von deinem Freundin Hilde. So meinst du, sag ich, wegen dem Kraft und Weisheit-Ding, sagt sie, heißt er nicht Kraft und Weisheit, zumindest nicht auf Chinesisch. Sag ich, das heißt nicht Kraft und Weisheit, sag ich, was heißt es dann? Heißt der Hure des Diktators. Sag ich, Hure des Diktators, ich glaube, das läuft so, ganz ehrlich. Das würde ich aber gar nicht verzeihen. Was würde ich verzeihen? Dass ich mit meiner Nichte beim Schwimmen war, das würde ich verzeihen, genau. War ich mit der Leni, und die Leni hat dann irgendwann zum Bissl müssen. Ich habe gesagt, Leni, brunst halt ins Becken ein. Das machen alle Leute. Sieht Pixel mal da mit ihren 6 Meter aufs Klo. Jetzt gehe ich seit 30 Jahren in die Schwimmbad. Ich habe gar nicht gewusst, wo das Klo ist. Jetzt haben wir erst einmal rumsuchen müssen, eine halbe Stunde. Und dann wie immer vom Damenklo, riesen Schlange. Und da war ein Riesenschlange und vor mir direkt eine Frau angestanden, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, so eine ganz korpulente Frau, und das ist oft so ganz lieb, bei so ganz korpulente Leute, die haben gerade bei Frauen, die haben dann oft da im Knack, die haben so ein kleines, so ein Huckerl, so ein Speckbuckerl, wissen Sie, was ich meine? Da oben, so ein Knackschwartel, wissen Sie, was ich meine? Und die hat auf den Knackschwartel, hat die Arsch geweiht, hätte ich jetzt gehabt, das war so eine Sonne. Und die ist auseinandergegangen und wieder zusammen, die Leni und ich, wir waren wie paralysiert. Die Leni hat gesagt, Tante Moni, was hat die fette Frau da vorne? Sag ich, psst, aber du hast doch gesagt, schau da vorne die fette Sau. Sag jetzt ist auch der Leni. Sag ich, es tut mir leid, wirklich, sie ist 5 erst und kannst du nicht alles kriegen, sie ist alles mit mir. Gut, das ist wirklich ein Knackschwattel, gleich für mich wirklich großartig. Sag ich, da das selber sowas machen, wenn ich mir trauen darf, gell, aber andererseits ist es halt kein Problem, gell, heute kann man ja alles weglesen, gell. Komm, eine Stunde, wirklich, heute kann man alles weglesen. Ich habe überlegt, wie man... Wenn man das so leicht weglesen kann, ob man da mal eins machen lässt, nur um jemanden zu ärgern. Ich wüsste auch schon wen. Den Alfons Schubeck. Würde ich so gerne ärgern. Meine Mama ist so ein großer Fan von ihm. Und diese 70 war, und da habe ich zum Geburtstag habe ich geschenkt einen Kochkurs beim Alfons Schubeck. Und da geht sie natürlich nicht allein, sondern da muss Fraule wieder mit. Wenn man denkt, nur um den Alfons zu ärgern und man da auf den Unterarm tätowieren lassen, fuck Ingwer. So, fuck Ingwer. Oder da, es lebe Maggie oder irgend sowas. Oder so ein kleines Herz, wo drauf steht Johann Laffer forever oder irgend sowas. Das ist vielleicht ein bisschen viel Aufwand, gell, für einen Abend. Ja. Obwohl, dann hätte ich auch noch mal was zum Verzeihen, gell. Ich habe nie was zum Verzeihen. Wenn mir irgendwo eingeladen ist, in meinem Leben passiert ja nichts. Und das ist sofort, das lappt ins Öde hinein. Und heute, wo jeder hat was hineinzeigt. Jeder. Ein kleines Pfeifen im Ohr, den Ansatz von einem Burnout, dass man ab und zu schwarze Kastel vor die Augen sieht, gell. Ich habe nie was, nie. Ich arbeite 60 Stunden am Tag, ich friere so, als ich sauf, als wenn ich besoffen bin, rache ich sogar noch, trotzdem, mir fällt nie was. Ich hab gesagt, ich bin schon froh, dass ich von Sauerkraut Blähungen kriege, dass ich ein bisschen mittrinke, wenn mir irgendwo mal eingeladen ist. Wirklich, ich stehe oft in der Früh auf und denke mir immer, ja, ich hab schon wieder nichts, warum habe ich nichts? Aber ich bin schon tot. Ja, der Tod war auf die Nacht da, hab ich gesehen, ungeschmiert, hab gesagt, ach, ich war schon da. Auf alle Fälle, leilig war es so, dann hab ich mir gedacht, so, hab ich mich direkt gefreut, hab mir gedacht, jetzt glaube ich, kriege ich was. Ja, da war es so, da wollte ich auf die Nacht ins Bett gehen und in der Früh wollte ich nicht aufstehen. Dann habe ich so einen Durst gehabt. Das ist ein wahnsinniger Durst. Jetzt nicht auf Wasser, du eigentlich. Nur so Durst, mehr auf Hugos, wenn Sie verstehen, was ich meine. Geht jetzt, das Holunderquaschen mit den grünen Blätteln und dem Prosecco. Da habe ich mittags schon so eine Lust auf Hugos gehabt, dass man Mittag oft schon 1 bis 3 Hugos gemacht hat. Und dann habe ich irgendwo auf der Welt ist jetzt bestimmt 6 auf die Nacht. Und dann ist es aber immer schlimmer geworden. Dann habe ich gedacht, nicht, dass das noch da geht zum Arzt, und der Arzt sagt, meine Frau Gruber, Sie haben eigentlich gute Werte, das Einzige ist halt, Sie sind Alkoholikerin. Und ich sage, ja, sag ich, Herr Doktor, das können Sie nicht sagen. Sag ich, trinke nie einen Schnaps, gell, nie. Ab und zu mal einen kleinen Marillenbrand oder Ramazzotta zum Abfedern, sag ich, sonst nie. Sag ich, da war ja mein Nachbar, der mittags ein halbes Bier trinkt und sich abends vom Fernsehen nur mit 2, 3 halbe überlegt, da wäre ja der auch Alkoholiker. Sagt er, ja. Dann sag ich, Herr Doktor, ja, meinen Sie, dass mir das Spaß macht? Sag ich, ich darf auch gern weniger saufen. Aber es geht halt nicht. Sag ich, da darf ich um zu haben kommen und sag, so, jetzt mache ich mir ein schönes, lauwarmes Ingwerwassi. Weil wenn ich das getrunken habe, dann schaut ja die Welt gleich ganz anders aus. Aber das funktioniert halt nicht, weil halt das Leben im Allgemeinen, meines im Besonderen, nur dazu ertragen ist, ist ein bisschen was zufasst, wenn die Lampe an ist, wenn du streichfest bist, verstehst. Da sagt der Frau Gruber, sagt dann, wie viele Tage die Woche trinken Sie den Alkohol? Und dann habe ich gesagt, ja, mein guter Mann, die Tage nicht umzählen.
Da sagt er, trinken Sie Alkohol, um sich zu belohnen? Sagt er, freilich. So trinken Sie Alkohol, um runterzukommen? Ich sag, ja, grad dann. Sagt er, trinken Sie Alkohol, wenn Sie alleine zu Hause sind? Sagt er, Herr Doktor, ich kann jetzt jedes Mal jemand einladen. Da sagt er, trinken Sie Alkohol, wenn Sie schwerwiegende private Probleme zu bewältigen haben? Sagt er, Doktor, jetzt fragen Sie halt nicht so blöd. Ich sauf, wenn ich mich ärgere, wenn ich mich freue, wenn ich frisch verliebt bin, frisch getrennt, wenn ich mit meiner Freundin Uli telefoniere, wenn ich was Gutes zu messen habe, wenn ich was Schlechtes zu messen habe, erst recht, dann muss ich ja mit was abgeschworen, wie jeder normale Mensch halt auch. Sagt er, Frau Gruber, und hat sie so am Kinn gerieben, sagt er, wenn Sie wenigstens so viel Wasser dazu trinken würden, wie Sie Wein trinken, dann sagt er, Doktor, 3 Liter Wasser, was soll denn die hier da? Sag ich, ich bin ja kein Fisch. Sag ich, bin ja doch kein indischer Wasserbüffel. Da muss ich mich ärgern. Der kann nicht einfach sagen, Frau Gruber, Sie saffen ein bisschen früher, aber ansonsten haben Sie Top-Werte weitermachen. Da hat der nichts verdient. Dann hat der muss sich bedenklich am Kinn reiben und muss sagen, Frau Gruber, wie war das? In der Früh sind Sie mal schlapp. Warte, schreibe Ihnen folgendes Präparat auf, das nehmen Sie jetzt 14 Tage. Wenn das nicht besser wird, müssen wir operieren. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich es wage zu sagen, 50% der Leute, die heute zum Arzt gingen, die haben gar nichts. Absolut gar nichts. Aber sie wollen, dass er was findet. Weil sie suchen ja schon so lange nach dem Sinn des Lebens, nach dem Sinn ihrer eigenen Existenz. Und sie haben schon so einiges ausprobiert auf dem Weg dahin. Familienaufstellungen haben sie gemacht, mit Engeln geredet, Aura-Reinigung. Haben sie mir das gemacht, eine Familienaufstellung? Haben sie schon mal ausprobiert? Das haben wir mitgemacht. Bei meinen Eltern auf dem Bahnhof, da haben wir uns alle aufgestellt. Meine Brüder, meine Schwägerin, meine Eltern, die Kinder, so ist überhaupt nichts passiert. Nach 3 Stunden haben wir einen sauberen Sonnenbrand gehabt. Und meine Nichte, die Leni, die war so verwirrt, dass sie auf die Not statt ins Klo ins Bidet geschissen hat. Die hat sich nicht mehr ausgehen, auf alle Fälle. Mit Engeln reden ist ja auch gerade so ganz en vogue. Ich habe eine Freundin zum Beispiel, die sagt immer, sie hat ein Engelszimmer und da kocht sie für ihre Engel. Da sage ich, wieso siehst du? Die sagt, ja, die sitzen bei mir am Tisch. Sage ich, du warte, man muss Fenster aufmachen, damit der Schmarrn rausgeht. Das ist ja unglaublich. Bei uns in Erding haben wir einen Laden, eine Engelsoase, die heißt Wolke 7. Bin ich mal reingegangen, habe mich informiert. Ja, da kannst du dir, zum Beispiel macht die Rutzmoser-Renate, also die Renate Shivatara Rutzmoser, die macht dir für 49 Euro dort eine Aura-Reinigung. Oder der Bunzelwolfi, also der Wolfgang Baggerwan Bunzel, der macht dir für 59 geistig per Osmose eine OP. Dann habe ich gesagt, das ist ja lustig. Ich sage, Aura-Reinigung, das ist ja früher viel leichter gegangen. Sagt sie, nein, das ist ganz neu, das gibt es erst seit kurzem. Sage ich, Aura-Reinigung, das haben wir früher jedes Wochenende gemacht. Sind wir mit Schirsen gegangen. Das war so ein Porzen, wo wir immer hingegangen sind. Da hast du genau 6 bis 8 Jacky Cola Long drin gebraucht. Dann war die Aura sowas von sauber. Das kannst du dir nicht vorstellen. Festplatte gelöscht, da hat wieder was Platz gehabt. Aber schauen Sie sich in Ihrem Freundeskreis um. Schauen Sie sich mal um, gerade Frauen in meinem Alter. Mitte 40, Ende 40. Da bröckelt's und bröselt's im Gebälk. Ja, die sind kurz vorm Durchdrehen. Klar, die Kinder sind dann wirklich aus dem Haus, sind fast flügge. Na, der Alt eher nicht. Der hockt nur noch daheim umeinander und sein Lieblingssatz ist, Schatzi, daheim schmeckt's am besten. Kriegen die Frauen Panik, weil sie sagen, Mensch, da geht mir jetzt schon auf den Seil und jetzt ist er noch nicht einmal in Pension, was wird denn das noch? Und dann fangen sie zum Durchdrehen an. Sie hat neulich, habe ich mein Frühstück ausgerichtet für ehemalige Schulfreundinnen von mir. Sie sagt, kann ich nicht mehr machen. Ich muss bald mal was auf den Tisch stellen soll. Die Hälfte fressen sie nicht, auf das andere sind sie allergisch. Glutenfrei hier, laktosefrei da. Das, was ich früher im Supermarkt gekauft habe, das kaufe ich heute in der Apotheke. Einen basischen Ayurveda-Tee, einen geschroteten Leinsamen, eine Zinktablette, eine Flasche Orthomol für Frauen, für jede. Du, früher war im Frühstück bei uns ein Filterkaffee, der war so stark und so schwarz, dass der Liefi von der Lordring gestanden ist. Dazu ein Brezen mit Fleischsalat und danach ein Nutella-Semi mit Butter drunter. Weißt du, richtig Butter. Kein so schwuchtiger Letter Butterersatz, schon ein Butter. Das Ganze haben wir runtergeschwappt mit 3 bis 4 Flaschen Prosecco zum Abfedern. Heute fängst du an, Cappuccino, Latte Macchiato mit laktosefreiem Milch und koffeinfreiem Kaffee, also Milch und Kaffee ohne Kaffee. Ich hab das nie verstanden, koffeinfreier Kaffee. Erklärt mir das, was ist das? Das ist Themaverfehlung. Das ist wie Küssen ohne Anfassen, wie Scherzeln ohne Stinger. Das macht doch keinen Spaß. Und dann habe ich meiner Freundin, der Irmi, der habe ich noch extra ein stilles Wasser besorgt. Die trinkt dann nur stilles Wasser, ich trinke nur Sprudelwasser, weil ich so still bin ich selber. Dann habe ich ein Evian extra, das Gute, habe ich gekauft, wollte das einschränken, sagt sie, nein, das kann ich nicht trinken. Dann habe ich gesagt, ja, sag ich gut, dann reißen wir gleich eine Flasche Prosecco auf. Habe ich gedacht, 9:30 ist vielleicht noch ein bisschen früher. Sagt sie, nein, um Gottes Willen, Alkohol trinke ich überhaupt keine mehr. Alkohol ist ja pures Gift. Das sagt die Irmi zu mir. Wissen Sie, was der Spitzname von der Huber-Irmi früher war? Norgel-Irmi. Norgel-Irmi.
weil sie ab 3:30 am Dresen von der Schürzen im Olli Norgel zusammengeschüttet hat, auf Ex ausgeschüttet hat, auf den Dresen draufgehauen und gesagt, so, wo gehen wir jetzt noch hier, Flasche? Die Irmi war wirklich eine coole Sau, die ist Krankenschwester von Beruf, Krankenschwester, wirklich eine coole Sorte allerdings. Da hat sie mal am Dresen von der Schürzen also einen Typen umgehauen, der ist flacker geblieben, der hat sie nicht mehr geredet, wir haben wirklich gedacht, der ist tot, der hat sie nicht mehr geredet. Die Irmi steht da und sagt, der ist nicht tot, ich hab schon so viel tot, ich sag, der ist nicht tot, ich nehm noch einen. Das war die Irmi und die sagt, hat sie mir Alkohol trinken können, weil Alkohol ist pures Gift. Ich sag, Irmi, sag ich, schraub die locker. Sag ich, wenn du das, was du in deinem Leben schon zusammengesoffen hast, auf einen Haufen zusammenschütten darfst, da ist der Chiemseher noch, gell, dagegen, sag ich, da kommt sie jetzt auf das eine Fassel Prosecco mehr oder weniger auch nicht mehr drauf zusammen. Er sagt sie, nein, nein, Alkohol trinke ich nicht und dieses Wasser kann ich auch nicht trinken. Da hab ich gesagt, weil der Fischleisch reißt oder was, sagt sie, nein, Wasser aus Plastikflaschen hat keine Informationen mehr. Sag ich, Wasser aus Plastikflaschen hat keine Informationen mehr. Sag ich, Irmi, ein Wasser muss keine Informationen haben, weil es ist bloß ein Wasser und keine geschissene Zeitung, verstehst du mich? Sag ich, was willst du denn dann trinken, weil jetzt wird es für langsam eng hinten aus. Dann sag ich, einen Tee. Einen Tee trinke ich bloß, wenn ich krank bin, aber gut, die haben mich auch sehr sauber erwischt. Aber ich sag, du, ich habe für keinen von diesen modernen Wellness-Tees, die jetzt so in sind, so weck mich auf, die gib mir Kraft und Freude, die massieren mir die Füße, die ist sowas, habe ich für nicht. Sag ich, ich habe einen Hagebutten, einen Pfefferminztee, einen Reizhustentee, einen Blasentee, welchen Beutel hätten wir? Dann sagt sie, nein, Teebeutel geht's gar nicht. Sag ich, soll ich den Teebeutel nicht fressen, sondern das Quatsch auf, aber nein, lass das. Sagt sie, nein, pass auf, sagt sie, Teebeutel geht's gar nicht. Teebeutel ist ja das reinste Gift. Sag ich, Irmi, so kommen wir nicht weiter. Ein Teebeutel ist reines Gift. Sag ich, die sagt die Frau zu mir, deren Leibspeis früher Miracoli war. Also Nudeln aus PU-Schaum, ein Tomatenbad und ein Analogkäse, den sie im Leben noch nie eine Kur gesehen hat. Sag ich, weißt du was, du saufst jetzt diesen Blasentee, das ist der einzige, den ich nicht als Beutel habe. Der schmeckt genauso zwider, wie du jetzt schon drei sagst. Weil irgendwann muss einmal rühren sein, du spielst die Zottel. Da willst du immer gesund leben und lang leben. Wenn ich so leben müsste wie du, da will ich gar nicht lang leben. Da mache ich mit 50 direkt still und nochmal dritter Stock Hossa, verstehst du? Immer zu sehen. Kann ich mich schon aufregen? Immer diese genussfeindlichen Ernährungsfaschisten, es ist grausam. Heute wird ja schon jedes Lebensmittel zum Gift hochstilisiert. Weizenmehl, Gift, Fleisch, Zucker, essen Sie nur Zucker. Da sind Sie zwei Jahre tot. Geschmarrn. Da waren unsere Vorfahren nicht älter, waren als 12. Aber heute, die Leute sind hysterisch. Ja? Das ist das Schlimme, dass solche Leute wie die Irmi, die so genussfeindlich sind, immer sofort nach gesetzliche Regelungen und Verbote schreien. Es wird eh schon so viel reklamiert. Jetzt wollen sie ja, dass auf diese Zigarettenverpackungen, wollen sie, dass diese kreislichen Fotos drauf müssen, laut EU-Verordnung. Wissen Sie, diese Raucherlungen und Raucherbeine, die ausschauen wie so Grillkohle nach einem Feuerwehrfest. Und so hat die Irmi gesagt, ja, das ist ganz wichtig, weil, stell dir vor, das Rauchen ist ja so schädlich, also muss die Leute darauf aufmerksam machen. Sag ich, Irmi, die Leute sind erwachsen, die dürfen wählen gehen, die dürfen sich vermehren, musst du selber entscheiden lassen, ob sie rauchen wollen. Sagt sie, nein, nein, stell dir mal vor, in Deutschland sterben jährlich 70.000 Menschen an den Folgen von Tabakkonsum. Und so, immer 70.000, das passt da gerade. Die kommen jetzt aus Rumänien, Bulgarien wieder rein. Das gleicht sich genau aus. Weiter rein. Nicht, dass sie denken, ich hab nichts gegen diese Menschen, wirklich. Ich stimme ja unseren Medien zu, die ja unisono geschrieben haben, wir müssen ja so froh sein, dass diese Leute kommen, gerade aus Rumänien, weil die unsere Wirtschaft so ankurbeln. Wenn man mal nachdenkt, dann das stimmt. Weil die unsere Wirtschaft ankurbeln, ständig brauchst du neue Fensterscheiben, Türschlösser, Alarmanlagen, Wachhunde. Also wie die Wirtschaft ankurbeln, das ist ja sackhaft. Aber es ist so. Ich hab nichts gegen diese Menschen, aber ich bin ein Bayer, da gehört ein gesunder Rassismus zur Kultur. Verstehst du? Ja, ich konnte das auch gar nicht steuern, bei mir ist das mehr so ein Reflex. Wirklich mal? Ja, wir haben einen polnischen Pfarrer, wenn der zum Predigen anfängt, liebe Gemeinde, lasst uns beten für den Frieden, da muss ich immer schauen, ob der Geldbeutel noch da ist. Das ist ein Reflex, das kann ich gar nicht kontrollieren. Oh, das will ich gar nicht verzeihen. Was will ich denn sagen? Eigentlich will ich ganz. Ah, das will ich sagen, genau. Die Irmi, mit der habe ich geredet. Die hat ja gesagt, sie würde auch die Übergewichtigen stärker zur Kasse bitten. Sag ich ganz genau. Jetzt willst du die Leute nicht nur vorschreiben, was und wann und wo sie rauchen dürfen. Jetzt willst du einer noch das Essen vorschreiben. Sagt sie, ja, hast du das nicht gelesen? Jeder zweite Bayer ist zu dick.
So, ja, dicke Leute sind wirklich, lass du, sagt sie, nein, nein, stell mir vor, was das die Krankenkassen jährlich kostet, die brauchen alle irgendwann künstliche Knie, künstliche Hüften, Rollatoren mit extra breiter Bereifung, weil sie zu viel fressen. Dann habe ich gesagt, ja, was willst du denn machen? Sagt sie, ja, die Bundesregierung hat ja diskutiert, ob sie auf kalorienhaltigen Lebensmitteln Fotos drauf machen zur Abschreckung. Fotos zur Abschreckung? Wie darf ich mir das vorstellen? Ein Nutella-Glas, ist das Umdreiß, ist ein Foto drauf von Sigmar Gabriel, wo drunter steht, ist das Glas frisst, schaut aus wie die fette Sau. Das geht's doch nicht! Dann hat sie gesagt, nein. Sie hatte den Vorschlag, die Irmi hat den Vorschlag gehabt, sie würde das Servicepersonal gern so trainieren, dass sie die Leute aufmerksam machen auf den Kaloriengehalt der Lebensmittel. Sag ich, das interessiert die vielleicht gar nicht, die wissen das, aber wenn sie zum Beispiel, keine Ahnung, bist ein bisschen beleibter und gönnst dir mal ein Schweinsachsen. Gehst zum Axel da, fress dir ein Schweinsachsen. Fress dir seit Wochen ein Schweinsachsen. Extra Knödel, extra Sauce. Da kommt die Bedienung zu, wie der Volksgesundheit mit der Körperfettwaage und sagt, oh, aufstehen, aufstehen. Was haben wir denn? 35% Körperfett. Ja, da meine ich, schaut schlecht aus mit der Schweinsachsen. Laut Gesundheitstabelle hätte ich für Sie im Angebot, wo haben wir es denn? Da haben wir so ein Sacra-Capaccio ohne Dressing. Oder halt eine Leberknödelsuppe ohne. Was ist ohne? Ja, ohne Leberknödel halt. Oder stellen Sie sich vor, Sie wollen in der Metzgerei gehen und wollen Sie eine warme Leberkasse mit kaufen. Die Männer kaufen Sie zum Beispiel meistens zwei. Macht man ja nicht jeden Tag, so einmal die Woche. Kaufen Sie mir noch zwei warme Leberkasse. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein bisschen besser benannt. Dann muss die Verkäuferin, die Metzgerei-Fachverkäuferin, im Zuge der Volksgesundheit, muss denen sagen, zwei warme Leberkasse. Sind wir sicher, dass wir uns das leisten können? Dann zieht sie mit dem Dressen ein Foto raus vom nackten Rainer Kallmund und sagt, wollen Sie wirklich einmal so ausschauen? Wollen Sie wirklich nie wieder im Leben Ihr Pippel sehen? Wollen Sie auch, dass es nie wieder jemand anders sehen wird? Weil dazu braucht man nämlich zwei Leute, einen, der Fetten hochhebt und den anderen, der schaut. Wollen Sie das wirklich? Was meinen Sie, wie schnell der 100 Gramm Putenbrust kauft? Wie langweilig ist das denn? Dabei isst man doch eine Leberkasse, wie nicht jeden Tag. Das kennt man sich einmal in der Woche, einmal im Monat vielleicht. Man weiß ja in der Früh, wenn man aufsteht, denken Sie, oh, gestern habe ich ein bisschen klumpt. Ich habe so ein komisches Gefühl im Magen. Und dann weißt du, heute gönne ich mir eine Leberkasse. Und dann fährst du zur Metzgerei deines Vertrauens. Und du kennst natürlich die Metzgerei-Fachverkäuferin. Ich weiß alles von ihr. Ich weiß, wie ihre Kinder heißen, wie der Hund heißt und was ihr Mann für Hobbys hat. Und dann schneidet sie mir immer extra großes Randstück mit Kruschblatt, tut's auf mein Sternsemmerl. Und oben drauf macht sie mir mittelscharfen Senf. Oder sie schreibt meine Initialen, Mami schreibt einfach nur Fuck. Und ich stürze in eine Alufolie rein und ich trage diese Alufolie mit meinem Semmel vor mir her wie eine Monstranz in mein Auto. Ich finde, man muss eine Leberkasse im Auto essen. Wenn die Folie aufmacht, dann dampft es raus aus die Scheinbeschlag und der ganze Kahn riecht nach Leberkasse. Und kurz bevor du reinpasst in die Sternsemmel mit diesem flammigen, flaschigen Wann und Leberkasse, mit die vermischt mit diesem mittelscharfen Sinn, da denke ich mir immer, scheiß auf 50 Shades of Grey, das ist wahre Erotik. Also alle Fälle, ich würde ja vorhin was vergessen, als es in den Gesundheitswahn gegangen ist, habe ich vergessen, den neuesten Trend aus Amerika euch zu erzählen. Und zwar, ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr das schon, das sind sogenannte Plazenta-Partys. Wirklich, was gibt's? Das ist das Pendant zu dem, was bei uns erweisert heißt. Ich weiß nicht, ob sie das kennen, nur die Leute vom Land wahrscheinlich. Das ist da, wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann kommen Freunde, Familie, Bekannte, kommen bei Mutter und Kind vorbei, gibt's Geschenke, Brotzeit, Fassel Bier dazu. Und ja, bei gibt's ein Grauhal, ist schon klar. Und in Amerika machen sie das auch. Und zwar bringen die Plazenta von dem Neugeborenen aus dem Krankenhaus heim in einem Tupper-Schüssel, ich weiß es nicht, und mixen es unter Cocktails drunter oder unter Nudelgerichte wie Lasagne, weil das so gesund ist, gell? Ja, ja, gewusst, es wird der Tag kommen, ihr werdet euch nach einem Pferd in eurer Lasagne zurücksehnen. Wobei, ich habe das gar nicht verstanden, warum sie die Leute da letztens aufgeregt haben. Also wenn in meiner Fertiglasagne für 99 Cent, wenn da ein Pferdl drin ist, dann habe ich Glück gehabt, ich hätte einen Ratz rein, da, ganz ehrlich. Wobei, überlegen Sie einmal, die letzten 1,5 Jahre, lassen Sie die in Deutschland Revue passieren. Ein Skandal reihte sich an den nächsten, oder? Bankenskandal, wobei der geht schon länger. Steuerhinterziehungsskandale, NSA-Skandal, wobei da muss ich sagen, das verstehe ich nicht ganz. Ja, über welchen Teil von dem Wort Geheimdienst haben die Leute nicht kapiert? Ich meine, dass die nicht in Washington hocken und Schafkopfern, das sollte doch auch jedem klar sein, dass die versuchen, alles und jeden abzuhören. Und wer regt sich als erstes auf, dass er seine Privatsphäre gewahrt sehen möchte? Das sind die Leute, die schon jede Körperöffnung auf Facebook gepostet haben. Ich sage immer zu den jungen Leuten, ich hoffe, der Nikolaus schaut nie in Facebook, wer da weiß ich schon, was euch zu Weihnachten bringt. Der Deutschlexikon und mehrer zum Ozean. Das ist ein Wahnsinn. Skandal um Skandal. Auch
Übrigens, ganz anderes Thema. Unser aktueller Papst, der sorgt ja auch ständig für Skandale, gell? Der Franzl, ich bin ja großer Fan von ihm. Ja, der hat ja seine Kardinäle in Rom, hat er des spirituellen Alzheimers bezichtigt. Da haben sie wohl die Backe gekriegt, die Herren, gell? Und er ist ja auch wiederum nur an sein Amt gekommen durch einen Skandal, ja, weil unser Papst nicht mehr Menge hat. Ja, da haben wir Deutschen mal einen Papst, und er mag den nicht mehr. Das gibt's ja nicht, einfach keinen Bock mehr. Der Vorgänger, der Johannes Paul II., der hat schon knackelt vorne und hinten und hat das durchgezogen bis zum Schluss. Und der unser Mann nicht mehr. Das ist wie am Bau. Der Pole buckelt bis er umfällt, der Deutsche geht in Frührente. Das ist ein Wahnsinn. Oder? Großer Skandal natürlich auch bei der Bundeswehr. Unsere Bundeswehr ist ja im Arsch, kann man ganz deutlich so sagen. Ja, Gewehre haben wir, die nicht schießen. Also schießt er schon, aber sie treffen nicht. Was ja nicht ganz unwesentlich ist. Flugzeuge, die nicht fliegen. Und selbst wenn sie fliegen taten, die Soldaten, alles luschen, alle wollen vorne sitzen, weißt du, das müssen sparen. Wir sind ja zornig. Ja, momentan, sagen wir ehrlich, bei uns könnte die Freiwillige Feuerwehr Österreichs einmarschieren. Wir hätten dem nichts entgegenzusetzen. Ja, und unsere grandiose... Und unsere grandiose Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, Flintenuschi, die hat den Auftrag gehabt, sie soll neue Helikopter kaufen. Gell, hat sie ja gemacht, aber fuck ich da schon wieder hinten vorne. Ja, denn auf die Sitze, wo die Soldaten dann drauf sitzen sollen, da dürfen nur Leute sitzen, die mit Marschgepäck nicht über 100 Kilo wiegen, weil das halten die Sitze nicht aus. Und der Boden von den Helikopter, der ist so empfindlich, da darf man nicht mit Trecker die Schuhe rein. Ich stelle mir das lustig vor. Stellst du dir vor, so ein Gewaltmarsch, gibt es ja so Geländemarsche, wo du 20 Kilometer durch Gelände, Flüsse, Seen, was weiß ich, marschierst, mit schwerem Marschgepäck auf dem Buckel. Da wollen die Soldaten nur noch eins, rein in den Helikopter sich hinsetzen. Geht nicht, weil der Pilot davor steht und sagt, nehm mit denen schon, ich hab grad gesagt. Und dann natürlich, der auch Skandal natürlich, die Autobahnmaut, gell? Mei, was haben sie da für ein Geschiss gemacht, gell? Weil ja unsere Bundeskanzlerin, unser Bond-Girl aus MacPom, die hat ja vor der Wahl hat sie gesagt, mit mir wird es keine Autobahnmaut geben. Ja, jetzt haben sie es endlich durch, diese Autobahnmaut. Aber jetzt regen sie die Nächsten auf bei der EU, weil sie sagen, ja, die Ausländer werden benachteiligt. Und? Wenn du als Deutscher irgendwo hinfährst, Österreich, Schweiz, Italien, dann bringst du an. Und sag kein Mensch was. Warum? Weil wir Deutschen eine Kappe aufhaben, wo Depp draufsteht. Ich weiß es nicht. Und bei uns fahren so viele Leute durch. Bei uns dürfen alle durchrauschen. Ja? Lassen den Traktor, die Abgase, ihren Müll. Das sind doch Dinge, die zahlen, die nie was zahlen müssen. Ja, die Holländer, die Gurkenschüttler. Ja, die Skandinavier. Ja, die Ossis, die Franken, im Prinzip alle nicht Bayern. Ich finde das nur gerecht. Und wer hat sie als allererstes aufgeregt? Das muss ich mir auf der Zunge zergehen lassen. Die Österreicher, genau. Österreich wollte uns, die Bundesrepublik, verklagen, weil es die Grundrechte seiner Bürger in Gefahr sind. Das musst du dir mal geben. Ja, da zocken uns diese Schluchtenscheißer. Ja, Entschuldigung, stimmt's vielleicht nicht, ha? Okay, wenn wir zum Beispiel als Münchner, Beispiel, am Nachmittag einen Christkindlmarkt nach Salzburg fahren möchte, dann muss man sich ja 10 Tagespickel kaufen. Du, 20 Euro für ein Pickel, ein Würstel und ein Biesel, das ist doch ein Sausteuer. Ja, da bleibt's halt daheim. Dann bleibt sie daheim. Nein, das verstehe ich. Warum hängt ihr Biefgeld dann dauernd in Österreich? Zum Skifahren, zum Arbeiten, zum Rauchen. Da sechst du da, was sie jahrelang mit uns für Geschäft gemacht hat. Aber kaum wollen wir mehr ein Stück von dem Kuchen abhaben, dann ist gleich Schluss mit Freundschaft. Geht, das würde doch der Anstand gebieten, dass wir da... Gut, Anstand. Geh, wir hatten heute einen Anstand. Seien wir ehrlich. Anstand, da glauben wir die meisten Leute, das ist, wenn sie nicht länger als eine Viertelstunde auf dem Behindertenparkplatz packen. Ja. Vielleicht sogar noch Moral, Werte. Das hat mir jetzt gerade nicht mehr, ist nicht mehr en vogue. Okay, da kann man vielleicht hoffen, dass es vintage-mäßig einmal wieder irgendwie in Mode kommt. Aber gerade hat man es nicht mehr. Die Wahrheit übrigens auch nicht mehr. Die will auch keiner mehr hören. Und wichtig ist ja, das Allerwichtigste ist ja bei uns in unserem Land, die Political Correctness. Gleichberechtigung und Political Correctness. Deshalb gibt es ja jetzt in der EU-Straßenverkehrsordnung zum Beispiel schon keine Männer mehr. Das heißt nicht mehr Radlfahrer, männlich. Weißt du was jetzt? Neutral, Fahrradfahrende. Autofahrende, zu Fuß gehende, auf dem Rollator dahinsiechende. Ja, und warum? Warum? Wegen mir. Ja, weil ich eine Frau bin. Ich könnte mich diskriminiert fühlen. Frau darf man übrigens auch nicht mehr sagen, ist nicht mehr politisch korrekt, man muss sagen, Mensch mit Menstruationshintergrund. Das ist, ja, 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 ja.
Ja, muss alles politisch korrekt sein. Übrigens, Sie dürfen auch auf der Speisekarte zum Beispiel, können Sie nicht mehr schreiben, Zigeunerschnitzel, um Gottes Willen, auch die Zinti- und Roma-Schnitzel. Es gingen vielleicht Rotations-Europäer-Schnitzel. Das geht vielleicht. Ja, die bei der EU, die kümmern sich um so Sachen. Die kümmern sich jetzt nicht um Bankenregulierung oder sowas, ist denen scheißegal. Die kümmern sich um so Sachen, dass zum Beispiel in den Gesetzestexten von der EU offiziell die Ausdrücke Vater und Mutter abgeschafft worden sind. Heißt jetzt offiziell das Älter. Wirklich mal, sagen wir die ernst, stellen Sie sich das vor. So ein kleines Baby liegt in die Windel und sagt sein erstes Wort, Mama, das ist aber nicht Fotzen, was das heißt nicht, Mama. Das heißt das Älter, du sexistischer Saufrat, schrecklich Frätzchen. Die meinen das ernst? Das wird noch schlimmer. Warten Sie. Das kommt bei uns auch. In Skandinavien ist es schon so weit, dass du eine schwangere Frau beim Arzt nicht fragen darfst, wer der Vater ihres Kindes ist. Vater ist diskriminierend. Der Vater könnte ja auch eine andere Mutter sein. Gell? Kommt bei uns auch noch. Ja, ja, ja. Sehen Sie, in den Kinderbüchern haben sie zum Beispiel auch die bösen Ausdrücke abgeschafft. Da steht jetzt nicht mehr Negerlein. Gell? Gottes Willen, da steht jetzt maximal pigmentiert. Ja, Ottfried Preußler, die kleine Hexe, heißt das Merkel. Das muss alles, ja, das muss alles seine Richtigkeit haben. Übrigens, ich finde ja, haben Sie gewusst zum Beispiel, das ist ja auch, weil Sie da nämlich auch mal so euphorisch mitlachen, man darf keine Witze mehr über Ossis machen, das ist auch nicht mehr politisch korrekt. Nein, geht nicht mehr, ich habe das im eigenen Leib, habe das erfahren. Ich habe auf Facebook 2 Fotos gepostet, weil meine Eltern haben für meine Neffen und Nichten zwar so kleine schwarze Zwergponys gekauft, so kleine schwarze zottlige Knödel, gell? Die heißen halt leider laut Vorbesitzer Cindy und Black Lady. Jetzt habe ich auf Facebook geschrieben, ich bitte um Namensvorschläge, weil das kann ja nicht sein, dass zwei bayerische Ponys heißen wie zwei ostdeutsche Nutten. Und dann ist, ja, da war Stimmung in der Bude. Da ist rumgegangen, die haben schon, na, das geht ja wirklich nicht, das wird Hanni und Nani heißen oder Sisi und Franzi. Nur eine so Ossi-Pritschen, die ist durchdreht. Ja, die hat mir geschrieben täglich. Sie verbietet sich diese Klischees und zum Schluss ausgeschrieben, sie wünscht mir wörtlich, dass ich auf der Straße verrecke und eine ostdeutsche Ärztin über mich drüber steigt, ohne mir zu helfen. Habe ich zurückgeschrieben, Mensch, Mädel, ostdeutsche Ärztin, gibt's es überhaupt? Schön, was? Straßen habt ihr auch. Aber wird's halt. Da muss man sagen, mal nix. Nichts gegen Political Correctness, aber bei uns nimmt die Political Correctness schon wirklich hurinöse Züge an. Das kann man gar nicht mehr anders sagen. Ja, bei uns am Land haben sie jetzt zum Beispiel den St. Martins-Umzug, das St. Martinsfest, umbenannt. Religionsneutral, um Andersgläubige nicht zu diskriminieren. Heißt jetzt Lichterfest. Dann sind ein paar andere noch auf dem Zug mit aufgesprungen, die haben auch gleich schon ein Christkindlmärkte, darf es in Zukunft auch nicht mehr heißen. Es muss jetzt in Zukunft religionsneutral Wintermärkte heißen. Es waren aber entgegen der Berichterstattung der Bildzeitung, es waren keine Ausländer, es waren Deutsche, die das gefordert haben. Es waren wahrscheinlich dieselben Deppen, die vor ein paar Jahren schon geschrien haben, dass die Kreuze aus Kindergärten und Schulen entfernt werden müssen, weil sie sich von den Insignien christlicher Werte belästigt fühlen. Und wenn ich sowas her, da krieg ich so ein Mitleid. Ich bin ein sehr empathischer Mensch. Das merkt man jetzt vielleicht nicht gleich so auf Anhieb, aber ich dachte, die Leute, die dachte ich wirklich gern helfen wollen. Ich dachte nicht gern ein eigenes Stück Land zur Verfügung stellen wollen. Ein großes Stück Land. Eins, das wir nicht mehr brauchen. Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel. Das Saarland braucht keine Sau. Da können Sie dann von mir aus leben. Ja, da können Sie von mir aus eine große Mauer drumherum bauen. Da können Sie entscheiden, dass Sie nur den Artikel das verwenden. Beim Händewaschen können Sie entscheiden, ob Sie den Wasserhahn oder das Wasserhuhn auftragen. An den Wänden von Kindergärten und Schule, da hängen keine Kreuze mehr, sondern nur noch Werbung von Red Bull und Apple, weil Sie Fotos von Angelina Jolie, der Ersatzheilige, die sich gerade zum Friedensnobelpreis hochadoptiert. Es gibt keine Bundeskanzlerin mehr, sondern nur noch das Präsident. Das ist ein Fernsehkoch, der wird ermittelt an einem Live-Cooking-Duell, moderiert vom ZDF-Russlandsbeauftragten Markus. Es gibt, alle Kinder kommen nach der Geburt sofort in Hochbegabtenakademie. Es gibt kein Ostern, kein Pfingsten, kein Weihnachten mehr, sondern nur noch eine Dauer-Halloween-Party, wo lebende Zombies, also Heidi Klum und ihre Germany's Next Top rutschen, sich von alternden Hypo-Real-Estate-Bankern ans Bett fesseln lassen und ihre eigene Blödheit feiern. 50 Shades of Total Deppert. Übrigens, das mit dem... Das mit dem 50 Shades of Grey, das sag ich mir bloß, weil ich das so lustig finde, dass in unserem Land jemals als emanzipiert gilt, der diesen Schmank gelesen hat. Ich weiß nicht, da werden auch viele dabei sein, die das Buch gelesen haben. Ich habe angefangen, 20 Seiten habe ich aufgehört. Geh, schlecht geschrieben, fad.
gewusst, ist denn das skandalös? Bitte Sie, ein alter Dackel, der ein junges Mädchen ans Bett fesselt und mit Kerzenwachs übergießt. Ich wohne eben im Altersheim, da passiert das täglich. Halt andersrum. Ja. Ach Gott, was wird denn jetzt? Ah ja, das wird ich noch sagen, genau, deswegen hochbegabt. Ich habe neulich ein befreundetes Ehepaar getroffen, gell? Die haben ein Kind gekriegt. Also das ist schon länger her, das Kind ist jetzt 8. Ja, aber da zeigt sich, was da falsch gekommen. Die Eltern haben jetzt die Diagnose gekriegt, das Kind ist nicht hochbegabt. Boah, da schluckst du erst einmal. Die Eltern waren fertig. Die Mutter, die Annette, mit einem N, zwei T, das ist eh nicht stumm, ist ganz wichtig. Die Annette und der Ludwig, die haben sich gleich einen Termin bei der Lehrerin legen lassen, weil der Bub, der Finn, also der Bub heißt Finn, Finn Feuchtbauer, weil der Bub halt so gern, weil der Bub so gern Mozart hätte. Jetzt haben sie gemeint, dass das mit dem Mozart vielleicht doch ein untrügliches Zeichen dafür ist, dass der Bub hochbegabt ist. Nur hat die Lehrerin gesagt, oh, so begabt. Und sagt er, mei, was mag er gern? Mozart hätte. Ja, mei, lass uns halt, gell. Vor allem für die Mutter hat nicht locker lassen. Und die hat dann gesagt, ja, mei, ob das mit dem Mozart vielleicht doch nicht ein untrügliches Zeichen dafür war, dass der Bub hochbegabt ist. Und hat die Lehrerin ein Beispiel aus dem Physikunterricht verzeiht. Sie hat den Bub mal gefragt, was dabei entsteht, wenn er seine Handflächen aneinander reibt. Hat er gesagt, lauter schwarze Wuckerl. Also, sie hat gesagt, der Bub ist eher normal. Jetzt ist der Vater durchgedreht. Der ist durch, Ludwig ist durchgedreht. Der hat gesagt, normal. Oder gesagt, du weißt doch nichts anderes mit, der Bub ist ein Depp. Und dann hat er gesagt, und jetzt hast du Angst, dass er Polizist wird, oder was? Sag ich, normal ist doch super. Ein normaler Bub. Ist so einer, der lieb ist. Ab und zu ein bisschen frech. Einer, der jetzt nicht der Beste ist beim Fußball, aber auch nicht der, der als Letzter in die Mannschaft gewählt wird. Einer, der beim Weihnachtskonzert so Flöte spielt, dass du dir denkst, bist du gelähmt, dass so schierige Töne aus so einem kleinen Instrument rausgehen können. Einer, der lieber draußen rumteifelt, als seine Hausaufgaben zu machen. Einer, der gerne Lego-Technik zusammenbaut und dabei seine Nasenrahmen frisst. Ein normales Kind halt. Nur der Ludwig sagt, ja, ein normales Kind in der heutigen Zeit, das ist ja unterdurchschnittlich. Was soll denn aus dem werden? Den kann ich ja im Prinzip gleich nach China oder Vietnam schicken. Da soll ich dann 18 Stunden für einen Kick Plastikketten auffädeln. Da habe ich gesagt, ja, das habe ich natürlich, aber mir erzähle ich jetzt noch gar nicht überlegt. Was wäre das einem normalen Kind? Was wäre das denn? Weißt du, Gott, sowas wie Schreiner, Bäcker, Metzger, Automechaniker, ein normaler Beruf, nicht akademisch. Ja, wer voll Teufel, wer braucht denn sowas? Das haben jetzt diese normalen Eltern davon, dass sie ihre normalen Kinder einfach so vor sich hinspielen haben lassen. Vielleicht sogar noch im Sandkasten. Gell? Das ist doch für mich Vernachlässigung. Der Aufsichtspflicht, ein Kind ist doch kein Spaß. Ein Kind ist ein Projekt. Das muss gefördert werden. Der muss drei Instrumente spielen. Der muss Golf, Taekwondo und reiten können. Und zwar bevor er laufen kann. Und er darf doch auch nicht Boris reden. Dialekt, um Gottes Willen. Der Bub muss Chinesisch lernen. Mandarin, freilich. Dass er mithalten kann. Der Finn, wenn ich Fuß jetzt war, die Chinesen einer drucken. Die haben nämlich nur im Sandkasten spielen. Der Verwender geht es vorher immer, dass ich später mal Bauingenieur werde. Und ein Bachelor braucht einen Bachelor. Kommt ein Nagel gerade im Wandschlag, wenn das Klo verstopft ist, was eine Farbe oder eine Farbe, ein Bachelor, oder? Regen Sie sich nicht auf. Sie haben ein ganz normales Kind. Und wenn sie Glück haben, dann wird es was Anständiges. Und ich denke mir, es sind viele Leute dabei, die lassen sich so von den Medien so verrückt machen. Die Medien, die uns immer erzählen, wir leben in einem leistungs- und lösungsorientierten Zeitalter. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Man muss da hart genug arbeiten und intensiv genug suchen nach der Lösung des Problems. Und ich habe neulich gelesen, es war ganz lustig, und zwar, weiß ich gar nicht mehr, war es in der Münchner Katholischen Kirchenzeitung? Oder, ja, das laut, die haben meine Eltern abonniert seit 50 Jahren. Nein, es war in der Men's Health, war das. In der Men's Health, da hat der Psychologe gesagt, der Mensch heutzutage muss akzeptieren, dass es nicht für jedes Problem eine Lösung gibt. Frauen, die seit Jahren verheiratet sind, wissen, wovon ich rede. Ja, du kannst ihm nicht beibringen, dass er seine dreckigen Socken nicht überall rumflackern lässt. Du kannst ihm nicht beibringen, dass er das Teller und das Glasl von der Brotzeit nicht einfach nur in die Spüle stellt, sondern einfach daneben in die Spülmaschine einräumt. Du kannst es ihm nicht beibringen. Reden hilft nichts, schimpfen hilft nichts, fluchen hilft nichts, weil ich glaube, er macht es gar nicht mit Absicht. Ich glaube, er kann es einfach nicht merken. Ja, das ist wie meine Nachbarin. Schauen Sie, meine Nachbarin Andrea, die hat zum Beispiel gesagt, wenn sie ihrem Mann Klaus beim Spazierengehen was erzählt, muss er stehen bleiben, sonst kann er nicht zuhören. Das meint das nicht despektierlich, ich kenne das von mir. Wenn ich rückwärts einpacke, muss ich das Radio ausmachen, sonst sehe ich nichts. Das ist das, was ich meine. Ja, wir müssen nicht perfekt sein. Wir müssen nicht alles können, alles wissen. Wir dürfen uns irren, wir dürfen Fehler machen. Hat Goethe schon gesagt, wer nicht mehr liebt, wer nicht mehr irrt, ist tot. Dann gab es vielleicht weniger Leute, die sich so von außen unter Druck setzen ließen.
Und mit diesem Perfektionsmann. Ja, heute, wenn ich schon als Burnout hat, das ist ja Wahnsinn. Das musst du erstmal hinkriegen bei einer 35-Stunden-Woche. Nein, wirklich, 35 Stunden soll er selbstständig am Mittwochmittag runterkriegen. Dann will ich dann, ich muss wirklich noch, der einzige Mensch, dem ich ein Burnout wirklich von Herzen zugestanden hätte, das war meine Oma gewesen. Gott, das ist sie selig. Die hat so viel mitgemacht. Meine Oma. Nach dem Krieg, der Mann so früh gestorben, hat die 6 Kinder gehabt, davon 2 im Kindesalter, tödlich verunglückt. Dann hat das ganze Haus voll gehabt, voller ausgebombter Münchner Familien. Da waren Ukrainer, alles mögliche. Der hat 25 Leute verköstigen müssen. Es hat nichts gegeben. Die schwere Arbeit im Feld, im Stall, Wäschwaschen mit der Hand für 25 Leute. Obens noch mal kochen für 25 Leute. Kinder ins Bett bringen, Wäsche richten, Sockerstoff verwenden. Um 9 Uhr aufgemacht, nur der Hauch in der Depression dahergekommen war. Was hat die gesagt? Der hat gesagt, was bist du, eine Depression, machst du einen Schleier, heute kann ich nicht mehr. Das hat die gesagt. Und bei uns, ich hab neulich einmal mit meinem Spezi geredet, mit dem Carlo. Der Carlo ist Italiener und Weinhändler, Weindantler. Der Carlo hat zu mir gesagt, der Money Burnout in Italien gibt er nichts. Ich hab gesagt, du Carlo, das glaube ich dir sogar. Hey, was macht der Italiener, wenn er ein Problem hat? Habe ich ein Problem? Ohne Probleme. Was machen wir? Che cosa facciamo? Gehen wir essen. Und dann geht er essen, saft eine Flasche Rotwein, hinterher denkt er sich, ja, Problem ist ja gar nicht mehr so schlimm. Und dann geht er raus, wählt wieder Berlusconi, passt. So ist der Italiener. Weil der Italiener hat sich doch diese bayerische Dreifaltigkeit erhalten, die wir mal gehabt haben. Wissen Sie, was ist bayerische Dreifaltigkeit? Jetzt warten wir zuerst, dann schauen wir mal, dann sehen wir schon. Und bei uns, wer halt angeblich alles ein Burnout hat, ich habe jetzt gelesen, jetzt gibt es bei uns Beamte, die haben ein Burnout. Ein Beamter mit einem Burnout ist wie ein Nuch mit einer Vaterschaftsklage. Das gebe ich überhaupt nicht. Gut. Du Leibblätter, Herrin. Ich meine, ich bin ja jemand, der jetzt per se nicht so zu Schwermut und Depression leidet. Obwohl, das stimmt nicht. Stimmt nicht? In der Früh. In der Früh? Ich stehe schon nicht gern auf. Dann muss ich mir erst einmal eine halbe Stunde an den Badewannenrand hinsetzen und muss ein bisschen stöhnen. Muss ich mal stöhnen in der Früh, muss ich mir selber leiten, muss ich mir so intensiv stöhnen, muss ich mir überlegen, was tue ich denn heute? Nein, das stimmt nicht, die erste Frage ist immer, was kann ich denn heute essen? Und dann höre ich im Radio schon, dass ich bereits um 6:30 an 28 Gewinnspielen hätte teilnehmen sollen, da bin ich schon total gestresst und dann spielen sie deutschsprachige Musik, die ja per se schon so freudlos ist und so depressiv, ich weiß nicht, was das ist, auch die Musik von jungen Leuten. Tim Bensko, junger deutscher Sänger. Das geht mir unter die Haut, wie ein warmer Sommerstrahl. Das geht mir unter die Haut. Der singt über einen warmen Sommerstrahl, wie wenn es eine Darmspiegelung war. Der ist Pfefferlöt. Ich werde noch irre mit diesen Buben. Na, Revolver hält, das ist auch so voll. Erst einmal, ich hab die Band gar nicht kennt. Meine Freundin hat mich darauf aufmerksam gemacht und mir gedacht, ja, per se, Revolver hält klingt jetzt einmal nicht uninteressant. Aber da muss ich schauen, ob da für die Mutti was dabei ist. Und dann fangen die zum Wuseln an. Ich mach für dich das Licht an, auch wenn's mir zu hell ist. Hör mit dir Platten, die ich nicht mag. Da kann ich Revolver, das sind Pantoffelhelden. Na, das Held kannst du weglassen. Hey, bitte Sie, wenn zu meiner Zeit vor 20, 25 Jahren sich eine Band Revolverheld genannt hätte, was hätte ich gesungen? Die hat gesungen, I wanna rock you all night long, baby. Ich mach für dich das Licht an, auch wenn's mir zu hell. Meine Damen, glauben Sie denn, dass Sie so einer aufs Bett schmeißt und sagt, so Baby, jetzt gehst du Katz? Das passiert doch nicht. Nein, der will reden. So einer. Der will immer alles ausdiskutieren, über alles reden, solange bis du sagst, geh, lass dich abstimmen, unser Pizza ist. Das ist ein Wahnsinn. Immer diese Wuselerei, das macht mich fertig. Und jetzt, weißt du, was sie denken? Sie denken, sie sind, mein Gott, nein, die macht ja von gar nichts, halt auch nicht von kranke Leute. Ich meine, ich weiß natürlich schon, dass wir in anderen Zeiten leben, wo eine andere Geschwindigkeit vorherrscht heutzutage und wo manche Leute einfach nicht so mithalten können, weil sie natürlich unter Druck stehen und manche Leute, die das sieht, die haben zum Beispiel 3 Handys. Die eins ist ja schon die Geisel der Menschheit, aber 3. Aber dann denke ich mir, wenn sie sagen, sehen, wie sie privat weggegangen, wenn sie mit der Gattin beim Essen sind, dann reden sie auch nichts mit dem Mann. Sitzen beide wieder am Tisch. Das einjährige Kind hockt daneben am Hochstuhl und wischt am iPad umeinander. Weil seine Leute wundern sich, wie das überhaupt zum Kind gekommen sind. Aber dafür gibt es schon ja eine App am iPhone. Erzeugungs-App am Eisprungpad. Ich weiß es nicht. Da ist ein Hirschatz, da steht schon hier Smartphone weglegen. Aha. Gewand ausziehen, so, so, Schuhzeichen zusammenstecken. Aha, ja, das ist ja grandios.
ich weiß, es tut mir leid. Es gibt Leute, die sind Handyschüchtern. Ich war im Urlaub. Da waren neben mir Leute auf der Liege gelesen. Die haben alle, die sind alle angekommen, die waren da weiß. Das ist Wahnsinn. Handysüchtig, ich habe gar nicht gewusst, dass sowas geht. Das ist ein Wahnsinn. Ich finde ja die Leute, weil die Leute immer sagen, sie sind so gestresst. Ich finde ja, dass die Leute halt nicht mehr belastbar sind. Ich habe neulich ein Interview gehört auf Bayern 2, ist ja eigentlich ein super Radiosender. Und da haben sie ein Interview da gehabt mit einer Theaterschauspielerin. Theaterschauspielerin aus Berlin. Das hast du eh schon gewusst. Sagt die Luft woanders an, auf alle Fälle hat sie erzählt. Ja, sie war, hat sie erzählt, am Samstag vor Weihnachten war sie in einem Einkaufszentrum, hat sie gesagt, und da waren wahnsinnig viele Leute. Was sagst du? Am Samstag vor Weihnachten? Geweide? Gibt's ja gar nicht. Auf alle Fälle hat sie gesagt, ja, und da waren so viele Menschen und Geräusche und Gerüche. Und sie musste sofort wieder gehen. Sie ist zu ihrem Arzt gegangen, der hat ihr attestiert. Sie hat eine schwere Form von Hypersensibilität. Seitdem gibt sie ganz starke Medikamente und es geht ihr wesentlich besser. Da muss ich sagen, also wenn ich der Arzt gewesen wäre, ich hätte gesagt, ja, da rimpf ich, dann gehe heute nach Weihnachten ins Einkaufszentrum. Ich stelle mich auch nicht in ein Konzert von Rammstein und sage, mei, ist da laut. Ich glaube, ich bin hypersensibel, ah? Aber die Pharmaindustrie, die freut sich. Übrigens, haben Sie gewusst, dass in der Pharmaindustrie das so abläuft, die entwickeln ein neues Präparat und wenn sie das fertig haben, erfinden sie die Krankheit dazu. Wirklich? Da kommen dann Sachen raus, wo man dann sagt, das gibt's ja gar nicht. Ich habe zum Beispiel eine Anzeige gelesen in der Süddeutschen Zeitung, da habe ich erst gedacht, das ist ein Scherz. Dann habe ich gedacht, naja, Süddeutsche Zeitung ist jetzt nicht gerade das Zentrum des Frohsinns. Das wird schon stimmen. Da haben sie eine Anzeige gehabt für eine Creme, die hieß Vionel und die war, was kann man sagen? Gegen vaginale Trockenheit. Und man denkt, wer braucht denn sowas? Und dann war ich zwei Wochen später in der Apotheke, weil ich bin nicht da. Am linken Hax habe ich einen kleinen Zeh gebrochen. Das Glas ist ganz blöd hergegangen, bin ich heimgekommen, ein kleines Duschall gehabt. Und so habe ich gesagt, das ist ein kleines Damenspitzel. Und bin ich dann so am Bettkasten so eingefadelt und so. Da kannst du dann gar nichts machen, da musst du dann nur noch tapen und kannst eine Annika kannst nehmen. Und dann war ich in der Apotheke neben gestanden, wollte mir Annika holen. Vor mir eine ältere Dame, so eine graue Huckerfrisur hast du gehabt, weißt du, wo du merkst, 40 Jahre da bin ich, wo der Plafond schon ein bisschen durchschaut. Und hat so eine Trachtenjacke gehabt, selber gestrickt, mit so Blumen drauf, Faltenrickerl, bequem ins Schuhwerk. Wirklich eine nette ältere Dame. Daneben offensichtlich ihr Gatte, 1,60 Meter ungewaschene Männlichkeit. Es war saukalt draußen. Ich habe bloß so gehabt, ein grüntiges T-Shirt, wo vorne drauf gestanden ist, Jägermeister, Freunde, Trachtelfing, einen schmierigen Pferdeschwanz gehabt, gelbe Raucherbratzen und dort vorne im Friesgau, da haben wir ein paar Elemente gefällt. Auf alle Fälle sagt die Dame ganz laut zur Apotheke und sagt sie, Fräulein, ich brauche etwas gegen meine trockene Scheide. Und immer noch, das habe ich gehört, Katzenkinder. Aber die Apothekenhelferin, die ist ganz ruhig, als ob sie nicht schon öfter gehört hat. Sie hat gesagt, da würde ich Ihnen die Vionel empfehlen, das ist eine Creme, die wird immer wieder gern genommen. Die sagt, die Verkäuferin im Café Grüner über den finnischen Nusskuchen, der wird immer wieder gern genommen. Ich habe mir nur gedacht, oh Gott, Monika, oh, schau nicht nach links, oh, die Bilder im Kopf, die kriegst du nie wieder raus. Oh mein Gott, du kriegst nie wieder Sex haben im Leben. Oh, Katzenkinder. Ich habe gespielt, das aufgegraben, ich habe es nicht oben geklopft. Und ich sage, liebe Frau, ich will Ihnen wirklich nicht zu nahe treten, aber ganz ehrlich, wenn ich mir einen Hauptgewinn so schlage, dann meine ich, wenn wir mit der Creme nicht weit kommen. Das war mir dann so peinlich. Aber ich konnte es nicht aufhalten. Glaubst du, das Grabe da hoch und dann klopft es runter, dann ist das draußen. Da habe ich nur gedacht, bei dir, arme Frau, ich wollte dir gar nicht brüskieren, um Gottes Willen. Im Grunde genommen, meine Schwester im Geiste, sie wird genauso gegangen sein wie mir. Ja, Mitte 40, Single, verzweifelt. Da wird sie nicht gedacht haben, ja, ob sie das da ausgeht mit Familie und Kindern. Kinder. Plural, kannst du gleich drei Herren quetscht vielleicht noch raus, wenn alles gut läuft. Aber dann muss bald jemand daherkommen, weil tick-tack. Na, Kind, jemand. Schon besser gar nicht da, irgendeine Klage. Da denkst du dir, ja, könnte er derjenige sein. Dann fällt sie der Braun unter deine Schulter zum Anlehnen der Vater deiner ungeborenen Kinder, derjenige zu dir sagt, Schatz, bleib du ruhig auf dem Sofa sitzen, ich wechsle da weiter deine Winterreifen für dich. Und du gehst die Liste im Kopf durch, jede Frau hat eine Liste im Kopf. Du gehst die Liste im Kopf durch. Erstens, er ist ein Mann. Passt. Ja, nicht selbstverständlich, wenn man beim Eurovision Song Contest singt. Zweitens, das Allerwichtigste, er ist Bursch. Passt.
Drittens, er ist größer wie du, also gibt es keine gestumpferten Kinder. Passt. Viertens, ähnliche soziale Herkunft, also Wertesystem, kann passen. Passt. Fünftens, er verdient sein eigenes Geld, also kannst du der Mama vorstellen. Passt. Am Papa war es wurscht, der war schon bei Mo und spricht Borisch, einfach schauen. Sechstens, Humor. Gut. Er kann jetzt nicht über alles lachen, was ich sage, aber mir kommt es schon. Aber er ist halt ein bisschen arrogant. Und aufbrausend. Das mag ich eigentlich gar nicht so was, aber mei. Irgendwas ist immer. Also lässt du dich ein auf dieses Exemplar der Gattung Abenteuermann. Obwohl du bei Punkt 6 hättest hellhörig werden müssen. Er hat keinen Humor und kann nicht über sich selber lachen. Aber das gibt ja keiner zu. Wer sagt denn das freiwillig? Fragen Sie jeden auf der Straße, haben Sie Humor? Da sagt ja jeder, sogar der Preis. So, selbstverständlich habe ich Humor. Ich habe die komplette DVD-Sammlung von L'Oreal zu Hause. Habe über die ein oder andere spitze Bemerkung von Dieter Hildebrand schon herzhaft geschmunzelt. Du sagst, ja, wo kommen denn die ganzen Chaoten her, die ganzen Wahnsinnigen, die jeden Abend mit dir streiten wollen, weil es Blumenvase heute am Tisch rechts steht und nicht links? Weil Frauli vergessen hat, am Herrli sein Lieblingsbrot zu kaufen. Bisses, bisses, Frauli. Weil es Frauli eine Frisur hat, die sie Herrli nicht mag. Weil es Frauli was anhat, was am Herrli nicht gefällt. Weil es Frauli Besuch hat von einer Freundin, die sie Herrli nicht ausstehen kann. Weil es Frauli sich ab und zu lustig macht über das Herrli. Weil es Herrli immer gleich schreit, tobt, plärt und mit Sachen schmeißt wegen absolut scheiß gar nichts. Das ist dann der Punkt, wo du merkst, dass er zwar nicht dein Herrli ist, dass aber du zum Frauli mutiert bist. Und das ist ein sehr bitterer Punkt. Weil du natürlich an deiner eigenen Zurechnungsfähigkeit zweifelst. Und du denkst, wann hab denn ich rimpfig meinen Verstand und mein Selbstwertgefühl an der Garderobe abgegeben? Ich blöde Kuh! Da denkst du dir, so, das war's jetzt, aus! Nie wieder eine Beziehung. Wurscht. Passt schon. Ich habe schließlich eine Familie. Wir haben meine Eltern leben noch. Super Verhältnis zu meinen Brüdern. Sogar zu meinen Schwägerinnen. Ja, Jackpot. Ja, die Kinder, meine Neffen und Nichten, die streiten sich darum, wer als nächstes bei mir übernachten darf. Aber irgendwann werden sie erwachsen und größer und dann wollen sie nicht mehr auf Besuch kommen und schon gar nicht mehr übernachten. Nur noch, wenn die Eltern ihnen Geld geben und sagen, da Kinder, habt ihr 10 Euro, fahrt mal wieder bei der Tante Moni vorbei, die wird sich so über einen Besuch freuen. Und die Kinder sagen, na Mama, wir mögen nicht, in dem Haus stinkt's immer so nach alter Frau. Na klar, na klar, Lachi, das war die lustigste Stelle im ganzen Programm. Lustigste Stelle? Frau Gruber, darfst du zu mir sagen? Wer so deppert ist, der darf du zu mir sagen. Was? Aber Gruberin, wenn du noch einen Tipp willst, so unter Freunden. Ja? Scheiß dich nicht an. Das war jetzt der göttliche Ratschlag. Scheiß dich nicht an. Sie will mich doch verarschen, der hätte ich einfach meinen Bruder anrufen können. Der sagt das einmal, scheißt er nichts, dann feit er nichts. Wobei, mit den Ratschlägen ist das eine Sache. Ich habe noch einen sehr guten, es heißt gar kein Ratschlag, eine Geschichte haben sie mir eigentlich erzählt. Ein Kollege von mir, sehr lieber Kollege, der hat mir erzählt, damals vor vielen Jahren, als er Abitur gemacht hat, da hat sein Mathematikprofessor ihn und den Rest der Klasse, hat er gefragt, was meinen Sie, hat er gesagt, ist das Wichtigste im Leben. Dann haben die alle gesagt, dass man ein gutes Studium abschließt, dass man einen tollen Beruf ergreift, dass man ein toleranter, weltoffener Mensch wird. Dann hat der gesagt, ja, das ist wichtig, alles ehrenhaft wichtig, aber nicht das Wichtigste. Er hat gesagt, das Wichtigste ist, wenn Sie sich einen Lebenspartner suchen, suchen Sie sich einen heiteren Menschen. Einen, der über sich selber lachen kann und der alles im Leben nicht so wahnsinnig bierernst sieht. Scheißt er nichts, dann feiert er nichts. Das ist schon ein guter Tipp. Muss man sagen, habe ich ja nie gemacht. Denn als ich meinen Ex-Freund vor einiger Zeit rausgeschmissen habe, da hat er auf der Straße noch gebrüllt, so einen wie mich findest du nie wieder. Und ich habe gesagt, genau, das ist der Plan.